Mein Name ist Christian Piska und ich darf euch alle sehr herzlich heute Abend zum Crypto Summit 2022 begrüßen. Ich freue mich besonders, dass so viele zahlreich erschienen sind und das nach der Covid-19-Phase. Das war ja gar nicht vorhersehbar, wie viele kommen und wir sind gerammelt voll. Darüber freue ich mich sehr und wir haben einen spannenden Abend vor uns. Weil wir werden uns heute insbesondere mit der rigiden Verbotspolitik beschäftigen, die die EU und andere Regulatoren begonnen haben zu fahren. Und wir werden uns intensiv überlegen und auch ein bisschen drüber umphilosophieren, wie sieht denn das aus, finanzpolitisch, währungspolitisch, was bleibt denn da noch übrig von der ursprünglichen Idee der Kryptowelt? Also darum wird es heute Abend gehen. Und wir schließen damit an eine sehr aktive Phase, die wir während des Krypto-Booms hatten, 2017, 2018. Und damals hatten wir hier viele Veranstaltungen zu diesem Thema und das Echo war sehr, sehr groß. Und ich freue mich, dass wir daran heute wieder anschließen können und uns jetzt anschauen werden, wie sieht die Sache 5 Jahre danach aus. Und ich freue mich sehr, dass dieses Event heute Abend wieder mit Stadler Völkel Rechtsanwälte läuft und dass meine Partnerkanzlei diese Veranstaltung heute auch ermöglicht hat und diese Aufzeichnung und diesen Stream ermöglicht hat. Ich möchte jetzt nicht allzu viele Worte machen. Wir werden jetzt dann 5 spannende Kurzvorträge hören, 5 kurze Keynotes, in denen wir die Hauptpunkte, die wesentlichen Aspekte im öffentlichen und im Privatrecht erörtern werden. Und dann werden wir uns eben dieser Frage widmen, wie schaut es denn aus, wie entwickelt sich das Ganze weiter. Und jetzt kommt die Lela und die Lela wird für Stadler Völkel Rechtsanwälte noch ein paar Worte sagen und uns auf die Veranstaltung einstimmen. Bitte, Lela. Danke, Chris. Schönen guten Abend und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich werde mich kurz halten, damit wir alle zum wohlverdienten Buffet übergehen können und unseren guten Kanzleiwein genießen können. Danke, Chris, für die Bereitstellung des Weins auch. Genau, mein Name ist Lela Faramantnia. Ich bin Rechtsanwältin und seit kurzem Partnerin bei Stadler Völkel Rechtsanwälte. Unsere Kanzlei hat sich eigentlich von Beginn an auf virtuelle Währungen, auf Kryptoassets spezialisiert. Es hat damals angefangen, dass Mandanten zu uns gekommen sind, bevor es überhaupt jegliche Regulierung gegeben hat und einfach Dienstleistungen im Zusammenhang mit virtuellen Währungen anbieten wollten. Wir haben damals geschaut, okay, unter welches Gesetz, unter welche Tatbestände können wir das Geschäftsmodell subsumieren. Dann ist das FMGWG gekommen und Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen waren Verpflichtete, mussten dieselben Bestimmungen wie Kredit- und Finanzinstitute einhalten. Jetzt stehen wir kurz vor der nächsten Regulierung, Stichwort MiCA und das Legislativpaket der EU. Und ich schweife gar nicht mehr länger aus, sondern ich freue mich auf die spannenden Vorträge und hoffe auf eine angeregte Diskussionsrunde später dann. Jetzt gebe ich weiter. Okay, vielen Dank, Lela. Das heißt, wir legen jetzt mit den Vorträgen los und ich darf mich gleich selber ankündigen. Was anderes bleibt mir wohl nicht übrig und ich werde jetzt einen kurzen Impulsvortrag halten zu dem Thema, ob wir mit einem Kryptoverbot zu rechnen haben, was ist da so passiert und das schauen wir uns jetzt kurz an. Gut, ich möchte den Vortrag eröffnen mit einer kurzen Reminiszenz. Was hat eigentlich diese ganze Aufregung um die Kryptowelt bzw. um die Gefahren der Kryptowelt initiiert? Und letztlich kann man sagen, dass das Facebook-Projekt Libra dafür im Wesentlichen mitverantwortlich war, weil das hat alle Regulatoren, angefangen von den United States bis hin zu Europa, aufhorchen lassen. Warum? Weil natürlich ein Stablecoin
wie der geplant war von Facebook, im Endeffekt massive Auswirkungen haben kann auf staatliche Währungen. Ich habe immer gesagt, letztlich ist ein Stablecoin nichts anderes als ein spezieller Kryptowert. Das bedeutet, das fällt auch unter die entsprechenden Definitionen der EU, die wir da hatten in der dritten Geldwäscherichtlinie, und ein Verbot kommt daher nicht in Frage. Ja? Jetzt hat man aber natürlich erkannt, und das ist sicherlich auch dahinter gesteckt, dass Facebook damit sicherlich nicht nur ein neues Geschäftsmodell eröffnen wollte, sondern sicher auch seine Machtstellung vergrößern. Und wir haben da natürlich gesehen, am Ende, dass diese Problematik, die damit losgetreten wurde, verursacht hat, dass die EU begonnen hat, rigide Verbotspolitik oder rigide Regulierung zu überlegen, mit der MiCA-Verordnung letztlich auch schon greifbar nahe heranzuholen. Und man hat eben, das kam von Teilen des Parlaments, ja, diese Idee, man hat auch überlegt, das Ganze wirklich teilweise zumindest zu verbieten. Schauen wir uns die MiCA-Verordnung ganz kurz ergebnisorientiert an. Sie ist Teil des Digital Finance Package und wie gesagt, die Ankündigung von Libra hat das Ganze losgetreten. Natürlich gibt es bei Kryptogeschäften auch spezielle Risiken für Verbraucher. Das wollte man da noch schärfer ins Visier nehmen und ihr habt ja gehört, es ist eine Verordnung. Eine Verordnung gilt unmittelbar in allen Mitgliedstaaten und das bedeutet gleichmäßige Anwendung, zumindest tendenziell. Ja? Und natürlich war ein Hauptgrund die Gefährdung des Währungsmonopols, die man gesehen hat. Wir werden dann danach darüber diskutieren, inwieweit das real ist oder real geworden ist und inwieweit das ein bisschen überzogene Sorge war. Anwendungsbereich der MiCA-Verordnung ist im Prinzip, es geht um Kryptowerte, die öffentlich angeboten werden und die auf einer Handelsplattform eben angeboten werden oder wo gewerbliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowerten angeboten werden. Das Ganze ist momentan im sogenannten Trilog, das heißt, das liegt jetzt eben bei den zuständigen Rechtsetzungsorganen, Kommission, Rat und Parlament. Ja. Ausgenommen sind gewisse andere Bereiche, die eben schon ausreichend geregelt sind, wie etwa das E-Geld-System, ja, Einlagen im Sinne der MiFID II und natürlich auch Finanzinstrumente nach der MiFID II. Was ist der Regelungsinhalt der MiCA-Verordnung? Im Wesentlichen geht es hier um Offenlegungserfordernisse, wie diese Anbieter von Kryptowerten oder Händler mit Kryptowerten zu erfüllen haben. Es geht um Zulassungsregelungen, die sind alle relativ streng und es geht natürlich auch um Regelungen, die sich mit dem Betrieb der Organisation und der Leitung auseinandersetzen von solchen Betrieben und insbesondere von Emittenten von bestimmten Token, nämlich den Asset Reference Token und natürlich auch für Dienstleister im Bereich dieser Kryptowerte. Dann gibt es Verbraucherschutzvorschriften und dann gibt es natürlich auch Methoden und Maßnahmen, die da drin vorgesehen sind, zur Verhinderung von Marktmissbrauch. Ja? Das alles kann man begrüßen oder man kann im Prinzip sehr skeptisch sein, dagegen sein. Damit werden wir uns dann noch beschäftigen. Die strengen Anforderungen sind sozusagen der Stein des Anstoßes in der Kryptowelt natürlich. Man muss mehr oder weniger wie bei einem Finanzinstrument ähnliche Voraussetzungen erfüllen, ein White Paper bringen. Für professionelle Anleger gibt es Ausnahmen, aber letztlich ist das Ganze natürlich eine extreme Hürde für Start-ups. Das heißt insbesondere für die, die die Innovation tragen, die in diesen Sektor hinein wollen. Es sind zwar schon viele drinnen, aber es soll natürlich viel mehr rein und das wäre natürlich auch sehr, sehr gut für den Wirtschaftsstandort Europa. Das ist keine Frage. Und je nach Art des Token variiert das Regime. Ja? Und
die Ausgabe von E-Geld-Token fällt bis zu einem gewissen Grad darunter. Und ansonsten sind vor allem die vermögenswertbezogenen Token davon erfasst. Das ist da drinnen alles prinzipiell relativ ausführlich geregelt. Die Kritik habe ich teilweise schon genannt. Schafft man damit nicht unüberwindliche Markteintrittsbarrieren für kleinere Entitäten, für kleinere Unternehmen? Wird dadurch nicht wieder, wie wir es von der EU eigentlich schon in vielen Bereichen kennen, ein Regime geschaffen, das es erleichtert, den Großen reinzukommen? Das war ja eigentlich genau das gegenteilige Konzept, das man mit der Blockchain-Technologie und mit Kryptowährungen eigentlich konterkarieren wollte, dass man verhindern wollte, ja, dass man da einen Umweg darum findet. Und dann geht es natürlich auch um sehr umfangreiche Haftungsregelungen. Da ist ungeklärt, wofür ich genau hafte. Das wird sicherlich noch Schwierigkeiten verursachen, wenn die MiCA-Verordnung in dieser Weise kommt, weil diese Haftungsregelungen natürlich dann eventuell auch für Ereignisse eintreten können, die ich als Anbieter gar nicht wirklich beeinflussen kann. Des Weiteren, wir haben da eigentlich ein Regime, das an Regelungen, die sich auf Banken beziehen, erinnert. Ja? Und das ist ja eigentlich, was hier eigentlich nicht der Fall sein sollte. Ja? Sage ich jetzt mal so dahin. Und ein Gusto-Stückerl, auf das ich mich jetzt kurz konzentrieren möchte, ist dieses drohende Krypto-Verbot wegen Proof of Work. Nicht? Also der Hintergrund ist Klimaschutz. Klimaschutz ist in aller Munde und selbstverständlich hat man auch hier versucht, es ist also von den Grünen eher ausgegangen, im Parlament eine Änderung der MiCA-Verordnung noch reinzubringen, wo eben der Proof of Work wegen des hohen Energieaufwands als klimaschädlich klassifiziert und verboten werden sollte. Hier sind Alternativvorschläge gemacht worden, die jetzt am Tisch liegen. Darüber werden wir uns nachher unterhalten. Meine Ansicht dazu ist ganz klar, das geht so nicht. Ja? Und der Punkt ist, wir würden damit im Prinzip wirklich unverhältnismäßige, überzogene Regelungen schaffen. Warum? Das erkläre ich gerne nachher in der Diskussion. Ganz kurz zur TFR Regulation, Transfer Funds. Auch die hat mehr oder weniger sehr viel Staub aufgewirbelt. Da ist ein offener Brief geschrieben worden. Da hat man sich überlegt, ob der Decentralized Finance World nicht hier der Todesstoß droht, wenn das kommt, weil, Schlagwort, wir wissen wahrscheinlich alle, was Unhosted Wallets sind, die also nicht von einer Plattform oder von einem Dienstleistungsanbieter betrieben werden, sondern wo ich quasi on my own meine Kryptowerte auf dieser Unhosted Wallet speichern kann und das im Prinzip will man hier abstellen. Man möchte das machen, um illegale Kryptoströme zu unterbieten, also zu verbieten, also vor allem Terrorismusfinanzierung, Kauf unzulässiger Güter. Naja, ich sage dazu, auch hier sind wir zu gefahrenorientiert mit dieser Regelung. Das geht meiner Meinung nach auch hier so nicht. Nächster Punkt, Dienstleister sollen im Prinzip noch strengere Maßnahmen in Bezug auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, also KYC, erfüllen müssen und im Prinzip soll auch unterbunden werden, dass Anbieter in Zukunft Krypto-Transfers an non-compliant Anbieter nicht mehr stattfinden können. Also das ist dann schon sehr, sehr heftig. Generell die Kritik möchte ich noch einmal zusammenfassen. Das Ganze widerspricht der Dezentralität. Es bedarf natürlich eines gewaltigen Mehraufwands. Wir haben eventuell Widersprüche gegen das DSGVO-Regime. Das ist auch ein Punkt für die Diskussion. Und das Verbot von Unhosted Wallets, das ist bitte etwas, was die Kryptowelt komplett upside down dreht. Ja, also das darf eigentlich nicht passieren. Danke für die Aufmerksamkeit.
Und damit geht es zum nächsten Vortrag. Thomas, ich darf dich bitten, on stage. Thomas ist Dekan an der Juridischen Fakultät der Donau-Universität und ich freue mich sehr und wir alle auf deinen Vortrag. Ja, vielen herzlichen Dank. Es ist immer wieder schön, nach Hause aufs Juridikum zu kommen, in dieses herrliche Dachgeschoss. Vielen Dank für die Einladung. Das ist ein sehr uncharmantes Bild, passt aber zu meinem Thema. Das Thema, ich bin eingeladen worden, obwohl ich kein Krypto-Experte bin. Ich bin allerdings als Gesellschaftsrechtler ein Umgehungsexperte. Also mein Spezialgebiet ist Rechtsmissbrauch und Umgehung. Und es wird ja den Kryptowerten oft vorgeworfen, sie werden zur Rechtsumgehung eingesetzt. Und das ist natürlich ein schwerer Vorwurf, der zum Teil auch stimmt. Also nicht jeder, der mit Kryptos handelt, ist ein Betrüger, aber jeder Dritte ungefähr. Das ist relativ viel. Das stammt nicht von mir, die Aussage, sondern von einem Kollegen aus dem Finanzministerium, den ich befragt habe. Und jetzt ist natürlich mit den Russland-Sanktionen das Thema aufgekommen, wird Russland die Sanktionen nicht umgehen mit Kryptowerten und ist das ein weiterer Grabstein sozusagen? Und daher werde ich heute über Umgehungen sprechen, am Anfang generell und am Ende werde ich dann den Bogen zu den Kryptowerten schlagen. Gut, könnten wir vielleicht gleich bitte zur ersten Folie, weil so erbaulich sind die Herrschaften nicht. Oder, Entschuldigung, ist das... Ach, das ist natürlich digital, das ist klar. Ja. Gut, Umgehungen sind ja nichts Ungewöhnliches. Ich meine, Professor Gretschi, der leider schon verstorben ist, hat gesagt, das ganze Gesellschaftsrecht ist eine Einladung zur Umgehung. Warum? Ich gründe eine juristische Person, hänge der lauter Verpflichtungen um und wenn was passiert, sage ich, das war nicht ich, sondern die juristische Person, die es mir gehört. Also, und auch mit juristischen Personen, mit Gesellschaften kann ich eine Nationalität fingieren. Also ich bin ein russischer Oligarch, gründe eine Limited in Großbritannien und schon gehört mir eine britische Staatsbürgerin. Da kann man allerdings durchgreifen, da gibt es Geldwäschebestimmungen, da gibt es Durchgriffsregelungen, den Zurechnungsdurchgriff, den Haftungsdurchgriff, wir kennen das alles. Ich werde gleich dazu kommen, was das nationale Recht dazu sagt, was das IPR dazu sagt, da werde ich hier jetzt nicht allzu weit gehen. Allerdings natürlich, es ist eine besondere Eigenart der russisch-europäischen Beziehungen, das hat der Westen gerne ignoriert und das russische Vermögen ist ja in Österreich omnipräsent, muss man sagen. Es wurde hier sogar zelebriert. Vermögenswerte werden verschleiert durch Firmenkonstruktionen, Treuhänder und in Österreich vor allem, das muss man auch ganz offen sagen, durch das österreichische Privatstiftungsrecht. Sowas haben normalerweise nämlich nur Steueroasen. An dem österreichischen Privatstiftungsrecht wird gut verdient. Auch hier sage ich, die Privatstiftung ist nichts Unseriöses. Nicht jeder, der eine Privatstiftung stiftet, hat was zu verbergen, aber jeder Dritte. Ja? Und insofern ist ein eher laxes Virek, eine laxe Beteiligungspublizität plus das österreichische Privatstiftungsrecht hat Österreich zu dem gemacht, was es ist. Und dann kommt natürlich dazu, wie Oligarchen so vorgehen. Also eine korrupte Elite verdient zu Hause mit schmutzigen Geschäften Geld und genießt das Leben anderswo. Also unter anderem hier auch über den Dächern von Wien. Hier studieren die Kinder. Hier tritt man etwas freundlicher auf in beliebten Geschäften. Man ist Kunstmäzen, man hat Fußballclubs, man baut Wohnanlagen und dann denkt man sich hier in Österreich, na so schlimm ist der Oligarch. Gar nicht. Und frei nach Großbankurti sagt man dann, wo ist sein Vermögen her? Ich will es gar nicht wissen, nicht so genau. Aber freilich diese Villen in London, Schlösser, Flugzeuge und alles, das ist nur ein Teil. Und die EU hat ja auch jede Woche neue Sanktionen verhängt. Ich habe sie hier einmal aufgeschrieben, gegen wen sich die richten, also gegen den Präsidenten, gegen Profiteure, gegen die Staatsduma, Sicherheitsrat, Militärangehörige, Propagandisten, interessanterweise auch gegen Familienangehörige, aber dazu komme ich dann. Man verhängt Sanktionen, das ist der eine Teil. Und der andere Teil, und da wird es jetzt für die Kryptowerte auch interessant, das ist das Embargo. Beim Embargo, da geht es um Finanzströme, also etwa, dass man
dass Russland nicht mehr Waffen kaufen kann. Es geht also um das Finanzsystem. Die Auslandsassets zum Beispiel der russischen Nationalbank sind eingefroren worden. Da geht es um 620 Milliarden Euro. Das ist sehr viel, das ist ungefähr das fünffache österreichische Jahresbudget. 3% sollen davon in Österreich lagern. Wo ist nicht genau klar? Die ÖNB hat gesagt, bei uns liegen sie nicht. Also frei nach Muttertag, ich weiß nicht. In Österreich ist die Bekämpfung also von Umgehungen, Verschleierungen eher schwierig. Die Zuständigkeiten sind zersplittert. Für Firmenbuch, Grundbuch sind die Gerichte zuständig, für Flugzeuge das Verkehrsministerium und so weiter und so fort, fürs Geldvermögen die Banken. Unser wirtschaftliches Eigentumregister ist eher schwach ausgeprägt. Und das, hier nur eine Zahl, also Belgien hat vergleichsweise bisher 9 Milliarden Euro eingefroren, Österreich einen geringen dreistelligen Millionenbetrag, fast überall sind Taskforces gegründet worden, in Österreich wurden 2 Beamte der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst abgestellt. Da hat einer vor 2 Wochen eine Pressekonferenz gegeben und gesagt, sie haben die Namen aller Oligarchen ins Grund- und Firmenbuch eingegeben und haben nur 2 Personen gefunden. Also das ist wirklich, gut, also hier wird relativ wenig getan. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man Gesellschaftskonstruktionen quasi unwirksam machen? Da gibt es 2 Möglichkeiten. Es gibt die Sitztheorie, das ist eine gesellschaftsrechtliche Theorie, die sagt, also wenn du woanders deine Verwaltung hast und hier deinen Sitz anerkennen wir dich überhaupt nicht, du wirst aufgelöst. Dann gibt es die Gründungstheorie, die sagt, es ist egal, wo du eine Gesellschaft gründest, die ist immer rechtsfähig. Und wir haben in der EU, das wissen wir alle, die europäische Gründungstheorie, also der EuGH hat gesagt, egal wo du in der EU eine Gesellschaft gründest, sie ist überall rechtsfähig. Das hat allerdings nach dem Brexit ein paar Pferdefüße bekommen natürlich, das geht mit Großbritannien nicht mehr, aber mit Zypern funktioniert das super, weil da muss sich der Gesellschafter einer GmbH gar nicht outen, der ist da anonym und deswegen sind viele Gesellschaften auf Zypern. Was die ganzen Sanktionen, das ist ein Revival der Kontrolltheorie, das ist eine Kriegstheorie, das haben die Preußen erfunden, weil Kontrolle, klingt so preußisch, nein, das haben die Briten erfunden im Ersten Weltkrieg, die haben gesagt, wenn eine Gesellschaft von Feinden kontrolliert wird, konfiszieren wir sie. Wir lösen sie auf, wir anerkennen sie nicht. Und alles, was jetzt gemacht wird, ist eigentlich ein Revival der Kontrolltheorie. Wir sagen also, alles, was russisch kontrolliert wird, das wird konfisziert. Also hier wird eine alte britische Theorie aus dem Ersten Weltkrieg wieder aufgegraben. Natürlich kann man das alles fruchtbar machen, auch für die Russland-Sanktionen. Ja, wer Verschleierungstheorien, wer das einmal nachlesen will, dem empfehle ich 2 Bücher, natürlich die allseits bekannten Panama Papers und ein Buch von Zuckmann, das war ein damals 26-jähriger Universitätsassistent aus Paris, Steueroasen, also der hat aufgedeckt mit statistischen Methoden, wo der Wohlstand der Nationen versteckt wird, das war noch vor der Bitcoin-Zeit, da hat nachgewiesen, 12% des Weltvermögens sind in Steueroasen versteckt. Wenn man die alle legal versteuern würde, hätten so gut wie alle Industrienationen enorme Budgetüberschüsse. Also hat 1 Million mal verkauft, also sowas sollten wir auch einmal schreiben, dann können wir das Geld dann, also das wäre mal was anderes. Als ein da hast Geld. Recht. Gut. Also wenn du einen Co-Autoren suchst. Ja, aber wie gesagt, jederzeit. Grundbücher, Firmenbücher, Verzeichnisse wirtschaftlicher Eigentümer, bei Gesellschaften kommt man immer drauf, letztendlich, wenn man lange genug sucht, wer steckt überhaupt dahinter. Also eine Immobilie wird besessen in Wien, die gehört einer Gesellschaft auf Jersey und jetzt kommen die Sanktionen, eine Schweizer Bank gibt dem Ganzen einen Bankkontozugang. So wurde es bisher gemacht, das geht jetzt nicht mehr, weil die Sanktionen hier eingreifen. Jetzt ist natürlich die Frage, spielen Kryptoassets hier eine Rolle und dem möchte ich jetzt noch in meinen verbleibenden 2 Minuten kurz nachgehen. Einerseits, natürlich könnte man sagen, Bitcoins oder Kryptoassets sind viel
transparenter. Warum? Es ist ja alles für alle Zeiten in der Blockchain gespeichert. Ja schon, aber wenn die Wallet einer Limited of Jersey gehört, dann kann man sich die Publizität sonst wohin stecken. Das heißt also, dass hier die Kryptowährungen viel transparenter seien als der Geldkoffer, das würde ich so nicht ganz unterschreiben. Ja, das Sanktionenpaket habe ich schon genannt. Was hier ganz interessant ist, ich möchte hier nur aufgrund der Kürze den letzten Punkt erwähnen, der interessant ist, das richtet sich also auch gegen Familienangehörige. Das ist also etwas, wozu man nur im Äußersten greift, weil dass man sagt, ein Familienangehöriger ist haftbar, ist ja Sippenhaftung. Ne? Die nationalsozialistische Rechtsprechung hat überhaupt gesagt, also, was rechtsmissbräuchlich ist, ist ungültig und so quasi was Rechtsmissbrauch ist, bestimmen wir. Ne? Und dass man Gesetzeslücken nutzt, ohne dass man sofort mit dem Rechtsmissbrauchsargument kommt, das ist das Wesen eines Rechtsstaates. Ja? Und hier hat man diese Lücke trotzdem geschlossen, damit man, und das ist ja eine weit verbreitete Praxis, nicht nur unter russischen Oligarchen, dass man sagt, der Privatchef gehört nicht mir, der gehört meiner Mutter, ja, der gehört meiner Frau, das wird ja auch hier praktiziert. Ja. Also ich kenne etliche Professoren auch, ja, und Rechtsanwälte, die ihre Immobilien ihrer Ehefrau oder geht auch umgekehrt ihrem Ehemann geben. Warum? Wenn man geklagt wird wegen einer Haftung, kann man sagen, die Immobilie gehört meiner Frau oder halt meinem Mann. Ja, das ist die Frage, vor wem fürchtet man sich mehr, vor den Gläubigern oder seiner Frau, je nachdem gibt man dann die Immobilie deiner Frau. So, jetzt komme ich aber endgültig zu den Maßnahmen am Finanzsektor. Es wurden also alle Konten eingefroren, SWIFT-Ausschluss, das kennen wir, man darf keine Kredite mehr nach Russland vergeben, keine Wertpapiere ankaufen. Und darauf hat die von der Leyen besonders Wert gelegt, die Kommissionspräsidentin. Es wurde klargestellt, dass Kryptowerte unter dem Begriff übertragbare Wertpapiere fallen. Also eigentlich ist auch, ja, sind Kryptogeschäfte mit Russland verboten. Und das wurde hier auch weiters festgestellt, dass hier hochwertige Kryptodienstleistungen für Russland nicht erbracht werden dürfen, neben vielen anderen Sanktionen. Also ganz interessant, was Österreich natürlich betrifft, ist der Asset Freeze. Wenn ich also jetzt ein russischer Oligarch bin, ich bin Gesellschafter einer, zum Beispiel einer österreichischen Baufirma, nicht, dann kann ich hier meine Gesellschafterrechte nicht wahrnehmen und wenn man das Sanktionenpaket genau liest, auch nicht über Treuhänder. Also ich kann da, also so wie Kaiser Caligula, nicht mein Pferd in den Senat schicken und sagen, es war bisher mein Pferd und nicht ich. Also man kann hier auch nicht umgehen. Jetzt komme ich schon zum letzten Punkt. Wie sieht es hier aus mit Kryptowährungen? Ja, da zahlt und können Kryptowährungen die Sanktionen umgehen, ja oder nein? Natürlich, der Zahlungsverkehr ist eingeschränkt mit Russland. SWIFT gibt es nicht mehr, die Devisenreserven sind eingefroren. Könnte Russland auf Bitcoin oder auf sonst etwas umsteigen? Oder sagen wir, liefern Rohstoffe auch gegen Bitcoin, Ether oder was es da immer gibt? Grundsätzlich könnte man das natürlich tun, aber über große Kryptobörsen wird das wohl nicht gehen, weil die großen Kryptobörsen haben sich mittlerweile den Sanktionen angeschlossen, also vor allem auch die österreichischen Börsen. Natürlich könnten kleine Transaktionen gemacht werden, große sicher nicht. Mehrere Dinge sind allerdings auffällig, also Putin wollte genau das tun, was du gesagt hast, der wollte die Kryptowährungen überhaupt verbieten vor einigen Monaten und hat jetzt sogar einige Interviews gegeben, wie toll er Kryptos findet und die russische die Sberbank hat jetzt sogar eine eigene Kryptowährung aufgelegt. Was auch interessant ist, dass Russland irrsinnig viel meint derzeit. Warum? Na, die haben die Energie zu meinen. Und das ist interessanterweise auch etwas, was der Iran getan hat. Also der Iran tat und tut das noch immer, hat also einen Gegenwert von hunderte Millionen Dollar gemeint. Jetzt ist natürlich die Frage, wie verhindert man das? Der ukrainische Finanzminister hat gesagt, es sollten alle Kryptotransaktionen mit Russland verboten werden. Das geht natürlich
nicht. Ja, also das machen auch die meisten Kryptobörsen nicht, aber man schaut eben genauer hin. Kryptowerte sind in Russland sehr verbreitet. Eine Statistik, 12% aller Russen haben Kryptowerte. Bei uns ist es, glaube ich, 1-2% oder so. Also Kryptowährungen sind dort sehr verbreitet. Was allerdings unwahrscheinlich ist, dass sanktionierte Russen ihr Vermögen in Kryptowährungen retten. Also die Statistiken sagen, die gemacht wurden, eher normale Bürger versuchen, ihr Vermögen dadurch zu bewahren. Also es ist eher eine Fluchtwährung, aber nachdem der Rubel jetzt wieder deutlich bergauf geht, dürfte das wohl auch gestoppt worden sein. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Was man auf jeden Fall verboten hat, sind Kryptodienstleistungen an russische Banken. Das ist verboten. Was darunter passiert, also man weiß es nicht, es ist ja alles anonym, aber alle Zahlen zeigen, dass Kryptowährungen nicht im großen Ausmaß verwendet werden, um Sanktionen zu umgehen. Das sage ich in diesem Kreis. Dafür sind Kryptowährungen viel zu unbedeutend noch im globalen Handel, als dass man hier in großem Stil Sanktionen umgehen könnte damit. Gut, vielen Dank. Vielen Dank, lieber Thomas, für diesen wirklich spannenden Vortrag mit so vielen Insights. Und ich darf dich jetzt, Gabriel, bitten, on stage zu gehen. Und der Gabriel Kogler ist Professor für Zivilrecht hier in diesem Haus am Juridikum. Und er wird uns jetzt über den momentanen Hype in der Kryptowelt, nämlich NFTs, was erzählen und welche Aspekte im Zivilrecht hier zu beachten sind, wenn es um diese Non-Fungible Token geht, die ja jetzt sehr, sehr modern sind. Bitte, Gabriel. Gut, sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich natürlich sehr, dass ich heute da sein darf und über meine Forschung im Bereich NFTs und Zivilrecht berichten darf. Ich muss aber gleich vorweg sagen, in der kurzen Redezeit kann ich wirklich nur das Allerwichtigste herausgreifen. Vielleicht nur kurz zur Erklärung. NFTs, das sind Daten, die auf einer Blockchain gespeichert sind, und damit ist auch irgendwie vollkommen klar, dass es sich hier um unkörperliche Objekte handelt. Das Besondere bei NFTs besteht aber darin, dass sie aufgrund ihrer Token-ID einmalig und identifizierbar sind. Ja? Wenn wir sozusagen uns die sachenrechtliche Seite ansehen, im ABGB haben wir einen ganz, ganz weiten Sachbegriff in § 285 ABGB, der nicht auf Körperlichkeit beschränkt ist, und das führt jetzt dazu, dass wir völlig unproblematisch sagen können, dass eben NFTs, dieser unkörperliche Datensatz, an sich eine Sache ist in unserem Zivilrecht. Das führt in weiterer Konsequenz meines Erachtens dazu, dass an NFTs Eigentum möglich ist. Das heißt, man kann diese wie jede andere Sache verkaufen, verschenken und auch das Eigentum daran übertragen. Wenn wir uns nun sozusagen im nächsten Schritt ansehen, wie erfolgt jetzt diese Eigentumsübertragung? Wie kann ich jetzt ein NFT von der Person A auf die Person P übertragen? An sich brauchen wir im österreichischen Zivilrecht für die Eigentumsübertragung immer zwei Sachen, nämlich Titel und Modus. Einfachster Fall eines Titels ist ein Vertrag, zum Beispiel klassischer Fall Kaufvertrag über einen NFT. Das ist noch relativ unproblematisch. Beim Modus ist nichts anderes gemeint als Besitzübertragung. Ja, das kennen wir alle, Besitzübertragung. Problematisch ist, na gut, wie sieht jetzt diese Besitzübertragung bei NFTs aus? Ja, das ist sehr, sehr umstritten in der Lehre, und auch meine Forschungsergebnisse weichen hier doch relativ stark von bisherigen Stellungnahmen ab. Zunächst muss man sagen, dass an sich die Besitzübertragung, also der Modus, natürlich schon von der Art und Qualität der Sache abhängt. Ja. Das kennen Sie sicher, zum Beispiel bei einem Buch, da kann ich den Besitz übertragen, indem ich das Buch von Hand zu Hand körperlich übergebe. Umgekehrt, das kennen Sie sicher auch, bei Liegenschaften hingegen, da brauchen wir als Modus die Eintragung im Grundbuch. Und jetzt sind wir bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Die Blockchain selbst, das ist nur eine besondere Technologie. Ja. Daraus darf man für den Modus nichts ableiten. Ja. Das heißt umgekehrt, dass die Blockchain kein öffentliches Buch ist, also kein öffentliches Buch wie das Grundbuch, und das hat
zur weiteren Konsequenz, und das ist ganz, ganz essentiell im Bereich von NFTs, dass die Besitzübertragung an NFTs sich nur anhand der allgemeinen Regelungen über Besitz sozusagen orientieren muss. Wenn bei einem NFT mein Public Key eingetragen ist, ja, und ich auch den Private Key kenne, ja, dann bin ich nach österreichischem Zivilrecht zunächst einmal und nur, und das ist ganz, ganz wichtig, Inhaber des Tokens. Ich kann durch meinen Private Key und Public Key kann ich den Token in meiner Wallet herzeigen und ich kann den Token an jemand anderen senden, das heißt den Public Key umschreiben lassen. Von dieser Inhabung ist aber ganz, ganz strikt nach dem österreichischen Zivilrecht der Besitz zu trennen. Also Inhabung und Besitz ist nicht dasselbe. Inhabung, vereinfacht gesagt, ist faktische Macht und Besitz ist faktische Macht plus den Willen, die Sache als die seinige zu haben. Das heißt, ich kann den NFT innehaben, weil ich ihn für mich innehaben will, oder ich kann den Token innehaben für jemand anderen, der den Token als den seinigen haben will. Ja? Im ersten Fall bin ich Besitzer und im zweiten Fall ist es aber der andere. Das hat jetzt folgende sehr wesentliche Konsequenz. Wenn ich meinen NFT an X verkaufe und mit X vereinbare, dass fortan ich seinen Token für ihn halte, dann geht nach zivilrechtlichen Grundsätzen das Eigentum über. Das heißt, auf der Blockchain tut sich hier mal absolut gar nichts, trotzdem geht das Eigentum am Token von mir auf X über. Das hat natürlich auch folgende Konsequenz, dass ein bestimmter Public Key eingetragen ist auf der Blockchain, sagt oder bedeutet jedenfalls nicht automatisch, dass die dazugehörige Person auch nach sachenrechtlichen, zivilrechtlichen Grundsätzen Eigentümerin dieses Tokens ist. Natürlich eine rechtspolitische Frage, die man sich stellen kann, ist, ob es so eine Gleichstellung zwischen Public Key und Eigentum geben soll. Ja? Bei derartigen Bestrebungen sollte man sich nur überlegen, und ich bin da wirklich sehr kritisch und skeptisch, man sollte sich überlegen und auch bewusst sein, dass das nichts anderes wäre als eine Sonder- und Andersbehandlung von NFTs gegenüber allen anderen Sachen, die wir im österreichischen Recht kennen. Ein weiterer Aspekt von NFTs oder ein weiterer interessanter Bereich ist die Verknüpfung von Token, mit einem realen Objekt. Worum geht's oder was ist gemeint? Die Frage ist, ob man quasi einen Token mit einem realen Objekt so verknüpfen kann, dass mit der Übertragung des Tokens auch das reale Objekt übergeht. Meines Erachtens muss man hier zwischen körperlichen Objekten und Rechten differenzieren. Eine Verknüpfung eines Tokens mit einem körperlichen Objekt, sodass mit der Übertragung des Tokens auch das Eigentum am körperlichen Objekt übergeht, ist auf dem Boden des geltenden Rechts meines Erachtens nicht möglich. Verweist etwa ein Token auf ein Ölgemälde, müssen zwei Eigentumsübertragungen stattfinden. Einerseits muss ich den Token übertragen, andererseits muss ich den Besitz am Ölgemälde übertragen. Nur dadurch sozusagen wechselt für beide Objekte, wird bei beiden Objekten der Eigentümer verwechselt, das heißt ausgetauscht. Auch hier kann man sich natürlich die Frage stellen, ob man das in Zukunft vielleicht eine so eine Tokenisierung vom Gesetzgeber ermöglicht werden soll. Ich persönlich sehe hier keinen Handlungsbedarf. Ganz anders stellt sich die Sache meines Erachtens bei Rechten dar. Warum? Ein Wertpapier ist sozusagen zivilrechtlich immer nicht definiert. Ja? Ein Wertpapier setzt aus zivilrechtlicher Sicht nicht voraus, dass es sich wirklich um ein Papier handelt. Weil die Aufnahme eines Textes auch bei einem NFT möglich ist, könnten daher meines Erachtens bereits die Legislator in NFTs Rechte verbrieft werden. Dies würde an sich, wie bei normalen Papieren, nur voraussetzen, dass im Token ein textlich eben das Recht genannt ist. Zivilrechtlich, wirklich sozusagen rein zivilrechtlich, sind also in NFT verbriefte Rechte
völlig unproblematisch, sodass mit Übertragung des Tokens auch das Recht mit übertragen werden könnte. Das geht vereinfacht gesagt deshalb, weil es zwei unkörperliche Objekte sind. Die kann ich sozusagen kombinieren. Bei unkörperlich mit körperlich ist die Sache ein bisschen anders. Aber von dieser zivilrechtlichen Seite müssen wir ganz strikt unterscheiden, ob und inwieweit es Wertpapiere in Tokenform nach österreichischem Recht überhaupt geben soll und darf. Damit verlassen wir aber eigentlich das Zivilrecht, denn hier geht es um Gesellschafts-, Finanzmarkt- und aufsichtsrechtliche Fragen sowie die allgemeine und eigentlich technologieoffene Frage von unkörperlichen Wertpapieren überhaupt. Richtig ist, dass es seit kurzem nach dem Depotgesetz eine digitale Sammelurkunde gibt, aber sowohl das Fürstentum Liechtenstein als auch die Schweiz als auch Deutschland sind hier viel, viel gesetzgeberisch intensiver aktiv geworden. So kann es etwa in der Schweiz im Unterschied zu Österreich schon Aktien in Form von Token geben. Das heißt, an Vorbildern würde es insofern nicht mangeln. Damit bin ich schon am Schluss und ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Gabriel, für diesen spannenden Vortrag zu den zivilrechtlichen Aspekten von NFTs. Wir haben ja da auch gehört und darüber würde ich dann auch gerne diskutieren, dass da vielleicht Regulierungen sinnvoll sein könnten. Da bin ich schon gespannt. Ja, und jetzt darf ich die Bianca onstage bitten, die schon dort steht. Die Bianca Linz ist Legal Compliance Officer bei der Aufsichts- und Regulierungsbehörde in Liechtenstein. Und wir freuen uns besonders, dass sie den weiten Weg extra für unsere Veranstaltung auf sich genommen hat. Und die Bianca wird uns über Cybersicherheit erzählen bei Kryptoassets und inwieweit man da sich vorstellen könnte, etwas zu regulieren. Bitte sehr. Vielen Dank für die Einladung an die Kanzlei Stadler Völkel und an dich, Christian. Einen wunderschönen Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von mir. Es freut mich besonders, heute hier zu sein und ein Thema mit Ihnen zu besprechen, dem meines Erachtens oft noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, die Cybersicherheit von Kryptoassets. 5 Jahre nach dem Boom hat sich einiges getan. Der Blick auf das Thema ist sich in einigen Bereichen ein bisschen klarer geworden. Gleichzeitig bleibt das Thema aber sehr facettenreich. Sehen wir immer wieder neue Trends und gerade wenn es um Fragen zur Technologie geht, bleibt die Thematik sehr komplex. Egal aber über welche Kryptoassets wir reden, ihnen allen gemein ist, dass sie digital verwaltet werden und die Prozesse in der Blockchain gespeichert werden. Und diese zugrunde liegende Blockchain bzw. Distributed Ledger Technologie, die ja grundsätzlich als sicher, vertrauenswürdig, unveränderlich und manipulationssicher gilt, hat es, obwohl ja all diese Eigenschaften zugesprochen werden, bis heute noch nicht geschafft, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, was meines Erachtens auch ein bisschen mit mangelnder Cybersicherheit zu tun hat. Was ja gerne ausgeblendet wird, ist, dass es sich bei der Blockchain ja letztlich um eine Software handelt, um Protokolle und um Codes und wo es, wie bei jeder Software, bei jedem Code, eben auch Schwachstellen und Angriffsvektoren geben kann. Wie sicher sind also Kryptoassets? Alleine im heurigen Jahr wurden bereits rund 1,7 Billionen Dollar an Assets erbeutet. Drin enthalten sind zwei sehr bemerkenswerte Fälle. Im Februar Wormhole, wo ca. 320 Millionen an Assets gestohlen wurden und im März Ronin mit ca. 600 Millionen US-Dollar. Zwei Fälle also, die sich in einem aktuell sehr boomenden Bereich abgespielt haben, nämlich Crypto-Gaming und wo in beiden Fällen Sicherheitslücken mit sogenannten Blockchain-Bridges ausgenutzt wurden. Solche Blockchain-Bridges ermöglichen die Interoperabilität und den Austausch zwischen verschiedenen Blockchain-Netzwerken, verschiedenen Protokollen bzw. auf verschiedenen Protokollen basierenden Smart Contracts, die eben nur für die Verwendung innerhalb eines Protokolls konzipiert worden sind und ohne eine solche Bridge eben nicht kompatibel werden. Warum erzähle ich Ihnen das? Vorfälle wie diese veranschaulichen meines Erachtens zwei Dinge sehr deutlich. Zum einen, dass mit rascher Innovation auch eine sich rasch entwickelnde Risikolandschaft einhergeht, die oft
unterschätzt oder einfach ignoriert wird und zum anderen mangelnde Regulierung. So gilt im Zusammenhang mit Kryptoassets, die sich als Finanzinstrument qualifizieren, dass natürlich die finanzmarktrechtlichen Vorgaben zur Anwendung kommen. Und hier gibt es natürlich auch bis zu einem gewissen Grad Vorgaben, was die Cybersicherheit betrifft, für die verschiedenen Sektoren, die aber auch nicht einheitlich geregelt sind. Wenn man diese Kryptoassets, die sich als Finanzinstrument qualifizieren, aber mal außen vor lässt, bleibt immer noch ein sehr großer Bereich, der weitgehend unreguliert ist. Wo wir gleichzeitig aber auch sehen, dass sich aktuell sehr, sehr viel tut, auf der ganzen Welt, sei es Europa, Australien, Dubai, ja, ganz viele Länder auf dieser Welt möchten hier eine führende Rolle bei der Regulierung von Kryptoassets spielen. Und da ist natürlich Liechtenstein mit dem Blockchain-Gesetz einerseits und natürlich auch die EU mit ihrem Vorschlag für eine Verordnung über Märkte für Kryptoassets vorne mit dabei. Die Frage ist aber, ob das, was hier regulatorisch entwickelt wird, das, was hier kommt, auch ausreichend auf diese cybersicherheitsrelevanten Aspekte eingeht oder so generisch ist, dass letztlich zu viel Spielraum bleibt und die Latte für Cybersicherheitsfragen zu niedrig bleibt. Das bedeutet im Übrigen auch nicht, dass man das Sicherheitsrad neu erfinden muss. Diese Sicherheitsziele sind ja unabhängig von der Technologie üblicherweise die gleichen, also Schutz der Vertraulichkeit, Integrität, Anonymität, Authentizität, Autorisierung, Vertrauenswürdigkeit und Gewährleistung der Zurechenbarkeit. Dafür gibt es auch heute schon präventive, detektive und reaktive Maßnahmen, um diese Schutzziele zu erreichen. Gleichzeitig braucht es aber eben auch für diesen Bereich der Kryptoassets im weiteren Sinne eine regulatorische Implementierungspflicht. Und hier ergeben sich zwei Herausforderungen, zumindest zwei Herausforderungen. Erstens, dass solche rechtlichen Regelungen mit den Entwicklungen, mit dieser raschen Innovation angemessen Schritt halten können und neueste technologische Entwicklungen auch normativ abbilden können. Und zweitens reden wir ja von einem Bereich, der weltweit verflochten ist, wo es transnationale Gefahren gibt, die natürlich transnationaler Lösungen bedürfen. Und solche transnationalen Lösungen braucht es neben regionalen und nationalen Regulierungen, und zwar in Form von sogenanntem Softlaw, das auch mit den beteiligten Stakeholdern entwickelt werden sollte. Der Vorteil solcher Regeln ist, dass sie zum einen unabhängig vom Territorialitätsprinzip entwickelt werden können und so zumindest vom Prinzip her eine globale Reichweite haben. Zum anderen wird so sichergestellt, dass eben auf reale Bedürfnisse eingegangen wird, dass die Technologie wieder gespiegelt wird. Und natürlich ist eine von den Beteiligten geschaffene normative Ordnung meist effizienter, stoßt auf eine breitere Akzeptanz und kann natürlich auch flexibler auf Veränderungen reagieren. Ein solches Softlaw könnte insbesondere Standardisierungen für technisch-organisatorische Implementierung und Best-Practice-Empfehlungen beinhalten, welche dann auch bis zu einem gewissen Grad in den nationalen Regelwerken Niederschlag finden sollten. Das könnten zum Beispiel sein Standards für die Förderung zur Kompatibilität von Blockchains, verpflichtende Sicherheitsbewertungen inklusive regelmäßiger Code-Audits von zertifizierten Unternehmen. Dafür ist es auch notwendig, dass man anerkannte kryptografische Algorithmen verwendet, weil natürlich eine individuelle Bewertung proprietärer Algorithmen im Rahmen einer solchen Zertifizierung jetzt nicht unmöglich, aber natürlich sehr, sehr kostspielig ist. Dieser grob skizzierte Ansatz, also in aller Kürze, ja, klare verpflichtende Vorgaben ergänzt durch branchenspezifisches transnationales Softlaw könnte meines Erachtens hier einen durchaus wesentlichen Beitrag leisten, um die Rechtssicherheit zu stärken und das Vertrauen zu fördern und diese Cybersicherheitsrisiken auch zu reduzieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Bianca, für diesen interessanten Vorschlag. Darüber gibt es auch natürlich viel zu diskutieren. Ich bin schon sehr gespannt. Und jetzt bitte ich die Jeanette onstage. Und die Jeanette Gorzala ist Head of Corporate sowie M&A bei Stadler Völkel Rechtsanwälte. Sie ist selbst Rechtsanwältin und sie wird uns erzählen über den regulatorischen Rechtsrahmen von Crypto Investments. Wir dürfen gespannt sein. Bitte schön.
Ja, vielen Dank für die Anmoderation und vielen Dank, dass so viele bei so einem schönen Abend sich noch diesem Thema widmen. Eines gleich voraus, also wir werden jetzt nicht die optimale Portfoliostrategie erarbeiten im vielleicht androhenden Kryptowinter, sondern mein Ziel ist es viel mehr für potenzielle Emittenten, also Startups, die ein Kryptoprodukt entwickeln, ein paar Punkte aufzugreifen und diese Startups ein bisschen zu sensibilisieren für Themen, wie strukturiere ich mein Kryptoasset, nämlich rechtlich, welche Themen sollte ich beachten, aber auch natürlich, da Kryptoassets momentan insbesondere bei jüngeren Investoren sehr beliebt sind, auch hier ein bisschen darauf hinzuweisen, welche Themen soll ich mir als Krypto-Investor stellen und auch ein bisschen den institutionellen Investorenbereich, nämlich Krypto-Funds und Institutional Funds ein bisschen zu beleuchten. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, warum rede ich heute gerade hier über das Thema Krypto-Investments? Also meinen Hintergrund habe ich auf der dunklen Seite der Macht. Also ich habe in der Finanzindustrie tatsächlich zwischen London, Frankfurt und Wien angefangen im Investmentbanking und habe mir dann gedacht, naja, vielleicht tun wir doch was Gutes und wechseln in den Rechtsbereich. Beschäftige mich mit Blockchain schon mehr als 5 Jahren und auch mit der rechtlichen Strukturierung. Oh, danke schön. Perfekt für die Warnmeldung. Wir werden noch mal ganz kurz einhalten, der Sicherheit halber. Keine professionelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und kein Advice in Kryptofonds, Kryptoasset oder auch sonstige Produkte zu investieren. Da wir die Warnmeldung, die offizielle, nun hinter uns haben, die Veranstaltung heißt ja 5 Jahre nach dem Boom. Am Anfang war Krypto unreguliert. Es war wie im Wilden Westen. Unter Bitcoin-Hype hat Krypto-Investments, Token-Coins und allerhand andere Instrumente wild in den Markt getragen und die Regulierung musste erst einmal mit diesen Entwicklungen haushalten, sich damit beschäftigen und das Thema Krypto einordnen. Wir haben heute schon gehört, der Boom war 2017, 2018. Mittlerweile ist auch die Kryptoindustrie erwachsen geworden. Wir haben schon sehr viel gehört über das Thema Non-Fungible Token heute, Tokenization of Assets. Das heißt, heute gibt es sehr, sehr vielfältige Produkte, sehr, sehr vielfältige Token mit unterschiedlichen Underlyings. Und hier einfach nur eine Idee, natürlich Collectibles, Unique Art, Non-Fungible Tokens, genauso wie bei anderen Assets, zum Beispiel auch Metallen wie Gold, Silber, bei Ansprüchen, finanziellen Ansprüchen, Substanzgenussrechte, Umsatzgenussrechte, all diese Ansprüche, Rechte und ein Teil der Rechte in Bezug auf auch reale Assets kann man tokenisieren für Startups oder für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wesentlich ist rechtlich hier insbesondere eines, nämlich mit dem Token als digitales Abbild den Anspruch rechtlich zu verbinden, denn hier scheidet sich schon sehr viel Spreu vom Weizen, nämlich in der Gestaltung der Bedingungen der Token, die potenzielle Startups emittieren. Ein wichtiger zweiter Punkt ist natürlich das Tax Structuring. Viele emittieren zum Beispiel Gutscheintoken. Hier muss man insbesondere auf umsatzsteuerliche Aspekte Bedacht nehmen, da das dann relativ viel Impact haben kann, wenn ich meinen Token um einen Preis emittiere und vielleicht davon 20% Umsatzsteuer beachten muss. Auch das Financial Structuring ist hier insbesondere relevant. Da spreche ich das Thema Token Economics an. Ja? Hier insbesondere, wie strukturiere ich den Verkauf meiner Token nach den einzelnen Runden? Private Sale, Pre-Sale, bis ich den Token dann quasi in die größere Öffentlichkeit emittiere. Wie strukturiere ich das Vesting meiner Token, nämlich dass nicht sofort, nachdem ich an den Markt gehe, alle dann mit dem Token den Markt überschwemmen und der Preis dann wieder hinuntergeht. Das sind alles sehr, sehr wesentliche Punkte, die man sich gut durchdenken und gut strukturieren muss, bevor man mit einem Token als Startup an den Markt geht und dann tatsächlich Ansprüche von Investoren hat. Das Thema Public Offering Requirements möchte ich auch ganz kurz platzieren, obwohl das wahrscheinlich jetzt auch schon nichts Neues ist, aber es hängt dann auch vom Volumen ab, wenn ich ein Wertpapier habe, nämlich da haben wir die Grenzen des Alternativfinanzierungsgesetzes oder quasi das Thema Kapitalmarktprospekt. Das heißt insbesondere, wenn ich emittieren möchte, Umsatzgenussrechte und Substanzgenussrechte, also Wertpapiere oder auch Veranlagungen über ein bestimmtes Volumen, muss ich mir Gedanken machen, brauche ich dafür einen Kapitalmarktprospekt.
Bei kleineren Angeboten, das heißt unter 2 Millionen in 12 Monaten oder bis zu 5 Millionen in 7 Jahren, reicht mir da eine kleinere Unterlage, nämlich das Informationsblatt nach dem Alternativfinanzierungsgesetz in Österreich. Das ist aber nicht harmonisiert, das heißt, da müsste ich dann tatsächlich in jedem Mitgliedstaat prüfen, wie die Voraussetzungen sind. Einfach nur quasi für potenzielle Startups und Anleger. Für die Investoren ist das genau das Gegenteil. So unterscheide ich irgendein Angebot, nämlich ein nicht reguliertes oder ein vielleicht nicht vertrauenswürdiges Angebot, von einem Angebot, wo dann vielleicht mehr Substanz da ist und wo ich über den Token dann über eine ordentliche Tokenisierung der Rechte durch ordentliche AGBs und ordentliche Bedingungen tatsächlich Ansprüche erwerbe und diese dann auch reguliert und sicher. Dann zum institutionellen Bereich. Ich meine, das ist eine Landkarte aus 2019-20. Auch Kryptofunds werden jetzt sehr, sehr stark aufgelegt. Was man wissenschaftlich herausgefunden hat, das Heraussprießen von Kryptofunds korreliert irgendwie mit dem Preis des Bitcoins. Da wird es jetzt wahrscheinlich im Sommer weniger geben, aber der Trend ist doch, dass einige Projekte im Markt sind. Jetzt beim Thema Kryptofund. Es gibt einerseits die klassischen Funds, die einen Teil in Krypto investieren, aber auch mittlerweile Funds, die ihr Portfolio rein in Krypto investieren. Bei solchen Funds ist zu bedenken, dass das institutionelle Investments sind. Das heißt, hier muss man professioneller oder semiprofessioneller Anleger sein und eine bestimmte Ticketgröße investieren. Der zweite Punkt ist, alles kann ein Kryptofund sein nach der Regulierung. Das Thema ist hier das alternative Investmentfondsgesetz, das insbesondere in Österreich bei vielen Projekten übersehen wird. Was ist ein alternativer Investmentfonds? Durch die Kriterien kann dadurch eigentlich sehr, sehr viel an Kryptoprojekten reinfallen, denn ich bin potenziell in den Fahrwassern des AIFMG, wenn ich Kapital einsammle, mich an mehr als einen Investor richte, das Kapital investieren möchte anhand einer festgelegten Anlagestrategie und das Kapital nicht direkt einer operativen Tätigkeit dient. Das heißt, hier ist bei der Strukturierung der Projekte sehr stark darauf zu achten, dass ich ein Projekt strukturiere, das nicht von der FMA als alternativer Investmentfonds qualifiziert werden kann, beziehungsweise das sehr früh abkläre. Was passiert, wenn ich das übersehe? Es kann hohe Geldstrafen regnen. Und das Thema ist, dass es eine Investorenwarnung gibt und das Projekt dann imagetechnisch sehr, sehr beschädigt ist und wahrscheinlich am Markt nicht reüssieren wird, weil für derartige alternative Investmentsfonds bräuchte ich eine Registrierung, wenn ich ein kleiner Fonds bin, oder gar als großer Fonds eine Konzessionierung nach dem AIFMG. Ich wollte quasi jetzt nur einen kurzen Abriss im Hinblick Krypto-Investments geben, weil das Thema, wie man sieht, ist so breit, da können wir Stunden drüber diskutieren. Aber ich möchte jetzt auch nicht die spannende Diskussion länger verzögern. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann im Nachhinein noch für Fragen und Zwiegespräche. Danke. Ja, vielen Dank, liebe Jeanette, für deine spannenden Konzepte, die du da präsentiert hast. Da habe ich mich noch erinnert, als du das jetzt vom AIFMG präsentiert hast, dass da einmal eine Ansicht von der FMA vertreten wurde, dass das Mining oder der Betrieb der Bitcoin-Blockchain auch ein alternativer Investmentfonds wäre. Dazu ist nicht sehr viel zu sagen, außer das wäre ein interessantes Diskussionsthema, inwieweit man zum Beispiel bei der Erstellung von solchen Soft-Law-Konzepten, wie du das erwähnt hast, das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber die Frage ist, kann man da den Regulierungsbehörden wirklich genug vertrauen, dass man diesen Weg geht? Ich sage das jetzt einmal als Advocatus Diaboli. Ja? Und ich denke, in Liechtenstein ist alles ein bisschen anders. Ja? Also das hat mir immer besser gefallen dort, als das, was zum Beispiel bei uns läuft oder in Deutschland läuft. Ja? Weil dort auch natürlich die ganze Society wesentlich kleiner ist, man kennt sich, man redet miteinander. Das fehlt ja in Österreich oder Deutschland auch oft, dass man da ausgiebig miteinander redet und zu einem vernünftigen Ergebnis kommt. Wie würdest du das sehen? Funktioniert das Konzept in Liechtenstein besser?
Das Konzept des Soft Law, meinst du? Oder das? Zum Beispiel, dass man annehmen kann, dass die Behörde hier jetzt dann nicht einen Druck ausüben würde, um bestimmte Regelungen, die dann vielleicht, ja, weil Soft Law ist ja nicht überprüfbar, nicht? Die dann vielleicht verfassungswidrig sind oder überzogen sind oder nicht angemessen sind, den Leuten aufs Auge drücken wird. Also ich glaube, es ist in Liechtenstein tatsächlich so, wie du es kurz angesprochen hast, ja, es ist ein sehr kleines Land, in der Branche kennt sich wirklich jeder sehr gut, und wenn es ein Problem gibt, dann nimmt man den Hörer in die Hand und ruft einmal an und versucht es auf diesen Weg zu klären. Ich meine, gerade was jetzt der finanzmarktrechtliche Aspekte angeht, ich meine, Liechtenstein ist im Mitglied des EWR, das heißt, wir haben natürlich auch alle finanzmarktrechtlichen Regularien der EU bei uns übernommen in unsere Gesetze. Das heißt, die FMA ist dann natürlich auch daran gebunden, sich daran zu halten und prüft es auch dementsprechend. Darüber hinausgehend kommt jetzt aber keiner und drückt dir irgendwas aufs Auge oder so. Also. Ja, okay. Nein, also prinzipiell denke ich, dass das Konzept, dass man so einen Bottom-up-Approach macht, ja, und das mit den Key-Playern oder mit den Playern am Markt bespricht, ein gutes Konzept ist. Ja. Also ich muss nur als Öffentlich-Rechtler, und wir sind ja immer mit Rechtsschutz konfrontiert und müssen daran denken, eben hier auch einwerfen, dass man dann eben überlegen muss, wenn das Konzept funktioniert, unterstreiche ich das dreimal. Ja. Aber wenn das zum Beispiel für solche Geschichten verwendet würde, wie Auslegung des AIFMG, ja, auf eine Weise, die dem Gesetz nicht entspricht, da wäre ich also sehr, sehr skeptisch. Ja. Also zumindest nach meiner Meinung, dem Gesetz nicht entspricht. Bitte, Jeanette. Ich möchte nur ganz kurz da vielleicht auch eine Lanze, ja, für den Regulator brechen, weil das Thema ist eigentlich der materielle Fondsbegriff, der so weit ist, dass quasi da sehr, sehr viel drunter fällt. Und das Thema haben zum Beispiel auch Investment Collectives, also das Thema haben zum Beispiel Joint Ventures, also das Thema ist sehr, sehr breit gefächert. Das Problem ist halt, dass viele Kryptoprodukte halt so strukturiert sind und dass man dann natürlich aus Gründen des Anlegerschutzes besonders drauf schaut. Aber dieser materielle Fondsbegriff, den wir im AIFMG haben, ist da eigentlich das Problem, der so weit ist, der Vektor. Also man könnte selbst eine Bäckerei als alternativen Investmentfonds strukturieren, deshalb das witzige Bild auch mit dem Geld einsammeln. Ja, da hast du natürlich recht. Da sind wir natürlich auch bei einem Gesetzesbegriff, der vielleicht zu weit ist, nämlich so weit, dass wenn er nicht abgrenzbar ist, vernünftig, dann wahrscheinlich nicht mal dem Legalitätsprinzip mehr entspricht. Ein weiteres Problem. Aber das soll nicht unser Hauptproblem heute sein. Was wir jetzt gesehen haben, ist natürlich ein wichtiger Punkt von den regulatorischen Aktivitäten ist der Schutz der Investoren oder die Bewahrung vor Gefahren. Wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, sehr deutlich gesehen, dass es zwar gut ist, wenn Staaten oder zuständige Behörden uns vor Gefahren bewahren wollen, dass das aber natürlich auch übers Ziel hinausschießen kann. Ja? Und jetzt würde ich gerne so allgemein in die Runde die Frage stellen, wie seht denn ihr das? Dieses Argument, wir brauchen ganz strenge Regulierungen oder wir brauchen sogar Verbote, ja, aus den Gründen. Ja, wir haben hier KYC, also Terrorismusfinanzierung und sonstige illegale Aktivitäten mit Kryptowährungen. Und die zweite Schiene ist, verbietet man das, so wie es im Europäischen Parlament vorgeschlagen wurde, im Zusammenhang mit der MiCA-Verordnung, verbieten wir das, weil Proof of Work einfach klimaschutzmäßig ein Wahnsinn ist. Ja, also so sehen das gewisse Gruppen, politische Gruppen, und sie sagen, wir haben hier einfach einen Energieverbrauch oder dadurch auch einen CO2-Ausstoß bei der Aktivität des Mining, und deswegen müssen wir das im öffentlichen Interesse Klimaschutz und CO2-Reduktion verbieten. Wie seht ihr das?
kannst gerne sagen. Okay, ja, dann fange ich an mit dem Verbot des Proof of Work, und du hast es ja auch schon angesprochen, nämlich, also ich meine, wenn man sich die anderen Anlageklassen und Anlagekategorien anschaut, Goldabbau, Bergbau, das ist alles quasi jetzt auch nicht das Hyper Green Sustainable Investment. Und natürlich kommt mit dem Proof of Work oder mit dem Mining immer das Thema des Energieverbrauchs. Ich glaube, da muss man aber auch jetzt herausgreifen, es entwickeln sich andere Methoden, es entwickelt sich zum Beispiel Proof of Stake, es findet bei Ethereum jetzt diese Umstellung statt, und es gibt viele andere Mechanismen, die nicht so energieintensiv sind. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, den man hier auch sehen muss. Und wenn man das Thema ESG grundsätzlich betrachtet, es hat drei Buchstaben, Environmental, Social and Governance, nicht? Und ich glaube, insbesondere hier hat die Blockchain-Technologie auch sehr, sehr viel Potenzial. Und ich glaube, dass dieser Umweltaspekt auch lösbar ist und dass man sich auf die Potenziale fokussieren sollte der anderen quasi Validierungsmechanismen und auch sehen, dass zum Beispiel die Blockchain-Technologie eine andere Art von Governance ermöglicht, eine andere Art von Abstimmung, eine andere Art auch von Inklusion, nämlich Leute reinzuholen, die bis jetzt beispielsweise vom Finanzsystem ausgeschlossen sind aus diversen Gründen. Ja, ja, sehr spannender Ansatz. Bin ich ganz bei dir. Was ich natürlich aus rechtsstaatlicher oder verfassungsrechtlicher Perspektive in den Vordergrund hier stelle, ist die Frage, wenn es jetzt passiert, dass man das verbietet, ja, könnte man das unionsrechtlich oder verfassungsrechtlich rechtfertigen? Und da muss man sich natürlich fragen, wie sieht das aus, wenn ich das verbiete? Gäbe es da nicht viele Fälle, in denen ich derartige Aktivitäten verbieten könnte, die jetzt energieintensiv sind, die viel CO2 ausstoßen, die irgendwelche Gefahren, ja, mit sich bringen? Ja. Habt ihr da Ideen dazu? Ideen, also mir kommt das auch teilweise ein bisschen scheinheilig vor, ja, weil ich glaube, jeder fährt mit dem Auto, da macht man nichts und da sieht man auf einmal das große Problem. Also ich weiß nicht, ob das die wirkliche Grund ist, ja, ob das nicht eigentlich eher so ist, wir wollen das nicht und wir schieben jetzt das mal vor. Ja. Das ist ein bisschen den Beigeschmack, den ich da gewonnen habe. Also ich sehe das auch skeptisch, ja, weil ich glaube, da gibt es viele andere Gründe, wo man anfangen könnte und auch sollte, ja, die viel mehr Volumen und viel mehr nützen würden, glaube ich. Ja. Ja, also ich sehe das definitiv auch so. In meiner Perspektive, aus meiner Perspektive muss die Frage, welche wirtschaftliche Aktivität ein Unternehmen setzt, ja, eine freie Entscheidung bleiben. Verfassungsrechtlich könnte ich nicht rechtfertigen, aus meiner Sicht in einem öffentlichen Interesse, das zwar anerkannt ist, eine so rigide Verbotspolitik zu fahren, weil das würde dazu führen, dass im Prinzip quasi jede Aktivität, die ein bisschen mehr Energie verbraucht, plötzlich auf dem Prüfstand stünde. Aus diesem Grund, ja, hat man sich ja auch im Rahmen der parlamentarischen Beratungen in der EU viele Gedanken über diese Sache gemacht, und ich empfehle jedem, den dieses Problem interessiert, ein bisschen zu folgen, dem EU-Parlamentarier Stefan Berger. Der hat sich nämlich sehr damit beschäftigt, ist der Berichterstatter für die MiCA-Verordnung, und der hat dazu ein Alternativkonzept, das ich auch aus verfassungsrechtlicher Perspektive befürworten würde, nämlich eine Evaluierung. Wir können evaluieren, ob die eine oder andere Aktivität am Kryptosektor jetzt klimafreundlicher oder weniger klimafreundlich ist. Und dann darf der jeweilige Anleger entscheiden, wofür er sich jetzt erwärmt. Ja, also ob er jetzt sagt, ich akzeptiere die weniger klimafreundliche Variante oder ich akzeptiere die klimafreundlichere Variante. Ja. Aber wenn wir eine solche Linie fahren, kommen wir letzten Endes in nichts anderes hinein als eine Form von Planwirtschaft, von der wir eigentlich schon lange wissen, dass es nicht funktioniert. Also da kommt von meiner Seite hier ein klares Nein. Ja, was auch sehr interessant wäre, wenn wir uns noch ein bisschen den Sanktionen zuwenden könnten. Thomas, du hast da sehr interessante
Ansätze geliefert. Ich habe da schon herausgehört, dass du quasi diesen Ansatz, hier nur Gefahren zu sehen, auch kritisch siehst. Ja, ich sage immer, jede Technologie oder jede Vorgangsweise, jedes Konzept ist prinzipiell neutral. Es ist die Frage, was man daraus macht. Ja. Aber besonders arg habe ich gefunden eigentlich, dass ja da quasi ganze Familienverbünde erfasst werden von diesen Sanktionen. Ja, das ist aber in Kriegszeiten. Also das sind Kriegsmaßnahmen und in Kriegszeiten ist das so. Außerhalb der Kriegszeiten würde ich das durchaus im Sinne der Rechtssicherheit sehen, dass das Sippenhaftung ist und abzulehnen. Also man muss die Möglichkeit haben zu sagen, das gehört meiner Mutter, das gehört meiner Frau. Was ich aber doch kritisch sehe, ist, du hast das auch schon erwähnt, dieses KYC. Ja? Also dass man das sehe ich nicht kritisch, das finde ich gut. Ja? Und das macht man ja freiwillig derzeit eher, manche Kryptobörsen. Ja? Die haben das schon lange freiwillig gemacht. Ja? Und so kann man natürlich, und das wird auch derzeit diskutiert, also dass dann also quasi die Sanktionen durchsetzen, diesen Kryptobörsen dann sagen, also wer da betroffen ist, und das macht man freiwillig. Aber natürlich freiwillig, das kommt mir ein bisschen vor wie, naja, also den hat Böhmermann, glaube ich, recht gut charakterisiert, das ist dieser amerikanische, wie heißt der, Thiel, glaube ich, der jetzt irgendwelche Inseln machen will, die exterritorial sind, und da ist dann alles erlaubt, aber ich gebe mir einen Code, dass ich hochethisch und freiwillig, also das ist schon ein Herausopten aus der Rechtsordnung, und das, da meine ich doch, dass regulatorisch etwas gemacht gehört, und nicht zu sagen, ich mache das alles freiwillig und so etwas sollte es nicht geben. Also ich glaube, so KYC, warum muss, ich bin jetzt kein Experte, aber warum muss das anonym sein? Warum ist das quasi die DNA einer Kryptowährung, dass alles anonym sein muss? Warum kann man so ein KYC nicht verpflichtend machen? Das verstehe ich nicht. Ja, okay. Also diesen Ansatz, das möchte ich auch sehr empfehlen, von Böhmermann. Schaut euch das an. Das kann man googeln. Das ist online ein Video, wo er diesen Thiel, wo ja unser Ex-Bundeskanzler, glaube ich, zumindest für ihn gearbeitet hat oder noch arbeitet, sozusagen die Aktivitäten, die der Thiel setzt, hat der Böhmermann mit James Bond Bösewichten verglichen. Ja? Ich zitiere das nur. Also, aber witzig anzuschauen. Ja? Und das ist natürlich jetzt ein wirklich spannendes Thema, zu sagen, ist das wirklich the way to go, dass wir der Kryptowelt die Anonymität nehmen? Wenn wir das tun, ich glaube, es ist eine prinzipielle, persönliche Position, die man dazu hat. Ja? Will man das oder will man das nicht? Aber es läuft letztlich doch aufs Gleiche hinaus, wie wenn ich sage, ich schaffe das Bargeld ab. Oder? Und dann bedeutet das im Endeffekt, wenn ich jetzt sage, jede Kryptotransaktion erfordert die Offenlegung der Identität, oder diese Unhosted Wallet Geschichte, das darf es auch nicht mehr anonym geben, dann heißt das, es gibt da gar keine Anonymität mehr. Man kann das sehen, wie man will, aber das wäre zu vergleichen, wenn ich in den Supermarkt gehe und ich kaufe mir was um 30 Euro und dann muss ich mich dort ausweisen und kann nicht einfach das Bargeld hinlegen. Ja? Argumente, die gegen das gebracht werden, da kann man natürlich sagen, hat ja niemand was zu verbergen. Ja? Aber die Frage ist, soll man wirklich so weit gehen? Ich da kurz ja, bitte. Das Problem ist natürlich, ich meine, wenn man jetzt zurückgeht zu den Anfängen des Bitcoins und diese Idee dieser Dezentralität und keine Intermediäre im Nachgang nach dieser Finanzkrise 2007-2008, wenn man diese Idee jetzt dahernimmt, dann muss man sagen, super, schön, aber das Problem ist halt, die Welt ist halt kein Ponyhof. Ja. Wenn sich alle auf diese Grundsätze wirklich beziehen würden, auf dieses Vertrauen und man ist da offen zueinander und transparent und so weiter, dann nur so funktioniert das Leben halt leider nicht. Ja. Und das sehen wir halt sehr oft, dass gerade Cyberkriminelle oder Hacker eben auch das ausnutzen, und so, oder jetzt zum Beispiel auch im Zusammenhang mit den Sanktionen ist auch mit dem Fall, den ich vorhin erwähnt habe, Ronin da im März, wo die 615 Millionen Dollar gestohlen worden sind, das FBI relativ dann rasch draufgekommen, dass die Lazarus-Gruppe dahinter steckt.
die von Nordkorea finanziert wird, die natürlich so versuchen, ihre nuklearen Raketenprogramme zu finanzieren. Ja. Und da muss man natürlich schon sagen, sind gewisse Spielregeln, die für alle gelten müssen, wie KYC und Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, dass man das hintanhaltet, natürlich essentiell. Ja. Mhm. Würde es nicht ausgesetzt werden, würde man es nicht brauchen, aber es ist leider nicht so. Ja. Das stimmt. Entschuldigung. Selbstverständlich gibt es natürlich Bösewichte, aber das ist, was ich ursprünglich gesagt habe. Ja. Die Technologie ist neutral. Und wenn ich jetzt prinzipiell jeden verdächtige, und das tue ich ja, wenn ich sage, jeder muss sich unter allen Umständen mit 0 Euro Wertgrenze hier komplett offenlegen, dann tue ich das. Und ich sehe das halt in einem größeren Zusammenhang. Ja. Regulierungsbehörde hat natürlich ihre Aufgabe zu erfüllen, ganz klar, und diese Notwendigkeiten gibt es. Aber wenn ich bis da hinuntergehe und sage, dass ich jetzt wirklich jeden in jedem Fall erfassen muss, ja, dann haben wir doch eigentlich einen Ansatz in jedem Lebensbereich und haben eigentlich unsere Freiheit verloren. Dann stehen die Grundrechte zwar noch makulaturmäßig überall irgendwo aufgeschrieben, ja, aber dann braucht man nur sagen, okay Leute, also da gibt es eine Gefahr und es reicht, bei Corona waren es die Menschenleben. Ja, es braucht dann aber gar kein Menschenleben mehr. Wenn wir so weit gehen, bedeutet das, dass wir sagen, wir brauchen nur eine Gefahr, ja, für den Finanzsektor, in dem Sinn, dass vielleicht irgendwelche Schwarzgelder hier gewaschen werden oder es gibt gewisse illegale Aktivitäten. Das hat es immer gegeben, wird es immer geben. Insoweit glaube ich, dass wir mit dem Ansatz, dass wir da ganz scharf reinfahren können, ja, im Prinzip einer Erosion der grundrechtlichen Schutzfunktion das Wort reden. Das ist mein persönlicher Glaube, ja, und meine wissenschaftliche Position. Und deswegen, da stimme ich dir absolut zu. Es möchte sich den Eindruck erwecken, dass ich, wir regulieren das, alles. Aber wir müssen ja auch schauen, alles offen. Diskussion soll ja auch spannend sein. Nicht? Wenn wir uns nur zustimmen, dann ist das nicht spannend. Nicht? Aber ich würde da gern einen Gedanken beisteuern noch, nämlich zur Regulierung und zur KYC und AML-Pflichten. Also meine Kollegin ist die Expertin in dem Bereich, ja. Aber die Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen sind ja durch das FMGWG reguliert. Also die haben ja schon Pflichten. Das sind regulierte Dienstleister, die sich dem gleichen Regime verpflichten wie die Banken im Hinblick auf KYC. Das heißt, da haben wir schon einen Entry Point, der reguliert ist. Ich glaube, das ist das eine, das man immer quasi auch im Auge behalten muss, weil es gibt schon sehr viel Regulierung für diese Dienstleister, was ich glaube, das oft gar nicht so präsent ist, weil quasi man das mit Krypto gleich vielleicht in eine falsche Ecke positioniert. Und das zweite ist, wenn man natürlich anfängt, jetzt alle unhosted Wallets, wie du gesagt hast, zu KYC zu identifizieren und zu melden, dann bin ich ja eigentlich strenger reguliert als Bargeld, weil wenn ich in meinem Geldbörsel mein Geld durch die Gegend trage, dann muss ich das niemandem melden. Also das ist da, glaube ich, ein Punkt, wo man schauen muss, wo wird man sogar noch strenger und wo ist das sinnvoll. Ja, und genau. Letzter Gedanke, welche Insel kann ich bauen, in welchen Gewässern, die nicht reguliert ist, wo kein Recht gilt? Merkt ihr das? Dazu kommen wir gleich, und sozusagen der Flow nicht verloren geht. Thomas, wolltest du dazu? Nein, also ich meine halt, ich sehe das Problem auch nicht so wie du, ja, aber vielleicht aus einem anderen Grund. Wir sind vor 5 Jahren da gesessen und da waren wir 5 Jahre jünger. Und jetzt vor 5 Jahren, da saß eine Dame, weiß nicht mehr, wie sie hieß, die hat mit leuchtenden Augen also erzählt, in 5 Jahren, also da wird es die Banken nicht mehr geben und da gibt es nur mehr... Das ist die Magdalena Isbrand? Kann sein, ja genau. Ja. Die Blonde. Ja, ja. Und es wird alles revolutionieren, das haben die Kryptowährungen einfach, also da sind sie nicht hingekommen. Ja, es ist ein Spekulationsobjekt, es ist ein Tauschobjekt eher wenig, also... Wenn das dann einmal erreicht ist, ja, dann wird die Regulierung nachziehen müssen. Ja, aber das ist derzeit noch nicht da. Ich meine, das ist ja die ganze Rechtsordnung. Man versucht rauszuoptieren und dann kommt der Regulator. Und das ist eine ganz normale Evolution des Rechts. Und ich glaube, so weit sind die Kryptowährungen in der Bedeutung noch nicht, dass man die da ganz gleichstellen muss, regulatorisch. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das haben wir auch damals schon vertreten, glaube ich, ganz unisono. Und das ist klar, ja, das
muss man vielleicht aber auch noch deutlich sagen, es gibt ja schon relativ viele, aber noch zurückhaltende Regulierungen. Der Wilde Westen, der ist vorbei. Nicht jeder, der was macht auf diesem Sektor, weiß es, oder der investiert auf diesem Sektor, weiß es. Aber es ist jetzt eben die Frage, wie stehen wir zu den Vorstößen der EU, die ich schon als ziemlich rigide Verbots- bzw. Regulierungspolitik interpretieren würde. Und da geht es natürlich auch um die Frage, was machen wir dadurch mit unserem Wirtschaftsstandort? Ja? Also Wirtschaftsstandort EU, weil diese Verordnung hat ja den Sinn, und das sollte man vielleicht auch nochmal ganz deutlich sagen, diese Verordnung hat ja den Sinn, eben jetzt diese Regimes, die wir jetzt haben, quasi abzulösen und dann einer einheitlichen Anwendung zu unterwerfen. Das hat einen Vorteil, nämlich den der Rechtssicherheit. Den hatten wir bislang nicht. Wenn du als Start-up wo reingegangen bist, hast du, wenn du es größer aufziehen wolltest, nicht nur in jedem EU-Mitgliedstaat wieder eine andere Regulierung erfüllen müssen. Es war vielleicht ähnlich, aber teilweise dann doch wieder ganz anders, wenn du Deutschland zum Beispiel nimmst, mit der bankenähnlichen Regulierung. Und diesen Vorteil hat es. Ja. Aber letzten Endes glaube ich, dass diese Aktivitäten, insbesondere der Versuch Unhosted Wallets, ja, hier quasi in ihrer jetzigen Form zu killen, hat natürlich einen Hintergrund. Und wir haben das vielleicht ein bisschen bei der Corona-Problematik schon relativ deutlich gesehen, aber vor allem sehen wir doch jetzt, dass diese Tendenzen, man hat ja auch schon oft davon geredet, in die Richtung gehen könnten, dass wir uns vom Bargeld irgendwann verabschieden können, nicht? Weil das wäre natürlich sehr interessant, dass man jede Transaktion, die da getätigt wird, verfolgen kann. Ja? Und das bedeutet natürlich auch komplette Gläsernheit in dem Sinn des Menschen. Und da muss ich sozusagen durch meinen verfassungsrechtlichen Hintergrund auch etwas, wie soll ich sagen, wachsamer schauen, ja? Und kann auch gar nicht anders. Ja, also das ist etwas, wogegen ich mich gezielt und ganz strikt aussprechen würde, dass man solche Bereiche, die noch im privaten Feld bleiben, dass ich in gewissen Bereichen einfach zahlen kann, nicht Rechenschaft ablegen muss und die Sache im Prinzip von den Augen des Staates bewahrt bleibt. Ja. Wenn man das abschafft und vor allem in dieser strikten Weise, wie die EU das jetzt momentan vorgibt, ja, und dann auch noch auf der Ebene KYC und Klimaschutz auch noch, ja, naja, dann haben wir nicht mehr sehr viel Freiheitsspielraum. Ja. Chris, du hast da gerade eine perfekte Frage aus dem Online-Publikum beantwortet. Vielen Dank, Lena. Bitteschön. Und zwar lautet die, KYC bei Fiat to Crypto bzw. Crypto to Fiat durch Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen sind ja abgedeckt. Und jetzt ist die Frage, warum sollte Krypto schlechter gestellt werden als Bargeld? Magst du dazu noch ein paar kurze Worte sagen aus verfassungsrechtlicher Sicht? Ja, würde ich gerne, aber vielleicht mag jemand anderer. Okay, ja, also wie gesagt, von meiner Seite aus ein klares Nein, dass man Krypto schlechter stellt als Bargeld. Wir müssen dazu vielleicht auch nochmal kurz auf diese illegalen Aktivitäten zu sprechen kommen. Ich habe nämlich, also deine Einschätzung, die du von dem Finanzbeamten erhalten hast, war nur eine mündliche Aussage, oder? Ja. Ja? Ich habe das müssen googeln, weil mich das interessiert hat. Auch das natürlich ohne jede Gewähr, aber angeblich gibt es laut, warte, ich muss das hier schnell raussuchen, gibt es hier eben laut Google Studien, die zu dem Schluss kommen, ich glaube, die ist aus 2021, wenn ich mich nicht irre, die wird hier massiv zitiert und es scheint keine anderen hier online zu geben, ja, dass 3%, schau mal, dass 3% der Transaktionen mit Bitcoin, mit kriminellen Aktivitäten zu tun haben. Ja. Das hat dem entsprochen, was damals die
die Magdalena Isban in ihrem in ihrer Begeisterung auch gesagt hat. Ja? Was sagst du dazu? Es gibt aber auch Studien, die was ganz was anderes sagen. Und wie viel sagen die? Also, die Zahlen variieren in allen Richtungen. Ne? Die Frage ist natürlich, an welchen... Bei der Erderwärmung, ja? Da ist es genau. Wir hören aber immer nur, das geht von 0,5 bis 9,5 Grad. Ja? Und also IPCC, die Bandbreite... Ja genau, und vom IPCC werden die 3 Grad als Alarmszenario immer in den Mittelpunkt gestellt. Ja? Also was ein bisschen fehlt bei diesen Studien, ist dann auch konkretere Angabe, anhand welcher Merkmale man diese Transaktionen als kriminell eingestuft hat, ja, wann beginnt es? Weil du kannst ja auch zum Beispiel, wenn ein Hacker jetzt 2 Millionen, jetzt gerade vor einer Woche, MM Finance, 2 Millionen Dollar gestohlen worden, und dann geht es relativ rasch in einen Dienst rein, du kannst einen Kryptomixer nehmen, ja, und dann verteilt sich das und dann ist die Transaktion nicht mehr kriminell. Oder, also das ist ein bisschen schwer zu festlegen. Diese Studien sind mit Vorsicht zu genießen. Genau, und es ist aber wie bei allen Studien, oder? Genau. Die Prämissen sind entscheidend, genau, nicht? Ja. Aber ich meine, das ist auch eine hochphilosophische Frage, ja, die du da stellst, weil ich meine, vor 200 Jahren, wenn man was ausgefressen hat, hat man einfach über die Grenze flüchten müssen, da hat es keine Vollstreckungsabkommen gegeben und da hat es dann eine Ausländer-Community der Kriminellen gegeben, die wie Gott in Frankreich gelebt hat, dann hat es die Vollstreckungsabkommen gegeben, dann gibt es Regulator, dann muss man das, und diese Löcher werden immer mehr geschlossen, ja, und ich meine, wenn es kein Jersey mehr gäbe, kein Panama, kein Liechtenstein, wie könnten wir Gesellschaftsrechtler dann unsere, und so also dieses Ausnutzen von Rechtslücken, ja, das ist auch irgendwie unser Beruf, und wenn wir jetzt alle Rechtslücken schließen, alles transparent machen und wir eigentlich überhaupt nicht mehr, also wenn wir nie mehr unbeobachtet bei Rot über die Kreuzung gehen könnten, ist das eine Welt, in der wir leben wollen. Also wenn wir diese letzten Schlupflöcher schließen, wäre das gut, und da bin ich dann wieder ganz bei dir. Ja. Bei allem Dings, dass Kriminalität bekämpft gehört und so weiter, aber ist dieses Katz-und-Maus-Spiel nicht etwas, was wir brauchen? Also muss man wirklich alles schließen? Ja. Ich weiß es nicht. Ich sage, nächstes Mal machen wir ein Kabarett raus. Ja, aber es ist eine philosophische Frage, ja. Es ist nichts gegen Liechtenstein, ja, um Gottes Willen. Es ist also hochinteressant, das Stiftungsrecht. Das ist super interessant. Du hast im Prinzip etwas angesprochen, was ich oft sage in verschiedenen Zusammenhängen. Du hast völlig recht. Außer, dass es, glaube ich, nicht nur eine philosophische Frage ist, sondern ich glaube, aus meiner Sicht als Verfassungsrechtler, hat das auch eine verfassungsrechtliche Relevanz. Und zwar ist die Frage, wie weit darf der Staat gehen, wenn er Gefahrenabwehr betreibt. Also wenn er eine Gefahr erkennt und diese Gefahr in irgendeiner Form verhindern oder vielleicht sogar killen möchte, ja, wie weit darf er dabei gehen? Und meine These ist, also ich bin davon überzeugt, große Gefahren für das Staatswesen, die an die Souveränität gehen, die an die öffentliche Ordnung gehen, ja, da darf der Staat ordentlich reinfahren, meinetwegen auch mit Überwachung oder ähnlichen krassen Mitteln. Aber wenn es um eine Alltagsgefahr geht, ja, die sich im Alltag mannigfaltig manifestiert, die da auftritt, wie zum Beispiel Verkehrstote, ja, so traurig das auch ist, ja, oder Gewaltdelikte, ja, im privaten Bereich, ja, ist Alltagsgefahr letztlich, ja, oder Verkehrsverstöße an sich, Schnellfahren und so weiter. Ja. Also jetzt könnte ich auch sagen, da gehe ich her und baue in jedes Auto eine Überwachungsmethode ein, digital. Ja. Würde dich hart treffen. Ja, das würde mich sehr hart treffen, genau. Das ist keine Frage, aber als Beispiel. Ja. Also das sind alles Alltagsgefahren. Ja. Oder Motorradfahren ist gefährlich, ja. Verbieten wir es doch. Ja. Und ich sage, bei diesen Alltagsgefahren, da darf nur ein Gefahrenmanagement stattfinden. Da darf keine Verbotspolitik einsetzen, weil sonst verstößt das gegen die Intention des Verfassungsgesetzgebers, als er die Grundrechte geschaffen hat. Wenn ich es nämlich anders sehe, dann kann man genau dorthin kommen, was du perfekt launig mit einer Unterbindung jeglichen Katz-und-Maus-Spiels beschrieben hast. Ich glaube, ich springe hier wieder dazwischen, Chris. Und ich glaube, ich muss strengere Maßnahmen implementieren. Ich bitte um kurze Antworten. Bitte. Wir haben nämlich schon ganz viele Online-Fragen.
Die nächste Frage wäre, welche rechtlichen Maßnahmen wäre Ihres Erachtens im Bereich des Anlegerschutzes sinnvoll? Vielleicht, Jeanette, würde das, magst du? Zum Anlegerschutz, zu den Token, die Wertpapiere sind, gibt es ja schon Regulierung, nicht? Also wenn ich, da habe ich quasi die unterschiedlichen Wertgrenzen für das Angebot und hier ist es dann so, dass beim Kapitalmarktprospekt die FMA sehr, sehr streng und genau, aber natürlich auch mit Recht im Hinblick auf, auf den Anlegerschutz prüft, nämlich insbesondere die Risikofaktoren. Das heißt, wir haben Projekte, da hat der Prospekt 230 Seiten und da sind 100 Seiten Risiken im Hinblick auf den Token, die Rechte, die Technologie, alle Unsicherheiten, die da eigentlich zum Tragen kommen könnten. Genauso ist es bei der kleineren Unterlage, beim Alternativfinanzierungsinformationsblatt, das nicht von der FMA geprüft wird, aber dem VKI angezeigt wird. Das heißt, hier hat man schon Mechanismen, die dem Anlegerschutz bei diesen großvolumigen Angeboten Rechnung tragen. Bei den Token zum Beispiel, wo diese zwei Kategorien nicht schlagend werden, glaube ich, dass die FMA im Rahmen der Übermarktüberwachung zumindest schlägt das bei uns immer wieder auf, wachsam ist und den Markt sondiert und auch teilweise Fragen stellt. Token, die zum Beispiel aktuell nicht in diese Kategorien fallen, sind beispielsweise reine Gutscheintoken oder wie du, Gabriel, also quasi schon diskutiert hast, das NFT-Thema, obwohl bei den NFTs, wenn da quasi laufende Zahlungen damit verbunden sind, man sich auch schon wieder nicht so sicher ist, weil da hat zum Beispiel die SEC angekündigt in den USA, auch die NFTs jetzt sehr genau unter die Lupe zu nehmen, ob die nicht doch vielleicht Wertpapiere sein können. Also die Behörden sind hier wachsam, insbesondere weil es eine neue technische Entwicklung ist und wo auch Privatanleger zum Teil direkt investieren können. Ich meine, das, was sinnvoll ist, drei Schlagworte, dann bin ich bei der kurzen Antwort. Die Token kennen keine Grenzen, also das ist ein globales Phänomen. Der Token wird über die Grenze transferiert und das bekommt keiner mit. Das heißt, das, was wichtig ist, glaube ich, ist einen einheitlichen Rechtsrahmen, zumindest in Europa, dass die Emittenten keine Gefahr haben, in Österreich darf ich es, in Deutschland nicht und in Ungarn gehe ich ins Gefängnis. Also einheitlicher Rechtsrahmen, klar und verständlich, weil momentan, ich meine, wir haben unterschiedliche Definitionen. Es gibt Payment Token, Utility Token, Security Token, dann gibt es Kryptowerte, dann gibt es virtuelle Währungen. Also einfach es klar und einheitlich zu machen, glaube ich, hilft schon viel und auch für den Anleger, um es besser zu verstehen. Ja. Danke. Jeanette, du hast mir aus der Seele gesprochen. Ja. Nichts hinzuzufügen. Danke. Nela. Vielen Dank, Jeanette, für die kurze Antwort. Es gibt zwei Fragen, vielleicht an die Gesellschaftsrechtler und Rechtlerinnen hier. Und zwar die lautet, sollte für dezentrale, autonome Organisationen eine eigene Rechtsform geschaffen werden, da es viele Parallelen zu Kapitalgesellschaften gäbe? Oder ist eine aktuelle Einstufung als GESPR nicht zufriedenstellend? Gabriel? Ich bin kein Experte des Gesellschaftsrechts, also muss ich ehrlich sagen, ich komme vom klassischen Zivilrecht, ich traue mir da nicht drüber. Die Frage ist, was für dezentrale Organisationen, ob man eine eigene Gesellschaftsform braucht. Naja, wenn dann eine nach internationalem Recht, nicht? Also wenn man so eine österreichische Gesellschaftsform schafft. Aber eine GSPR ist natürlich nicht rechtsfähig und kann keine Verträge schließen. Und natürlich, aber ob es dafür eine eigene Gesellschaftsform braucht? DAO Limited. Ja, vielleicht auch die neue FlexCup. Die FlexCup vielleicht, aber das ist etwas, was ich in deine Festschrift schreiben werde. Vielleicht. Aber habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber wenn, dann vor allem auf europäischer Ebene. Also ich denke, dass da nationale Alleingänge für so internationale Dinge, also wenn, dann auf europäischer Grundlage und wenn die Europäische Union aber gerade am Verbotstrip ist, weiß ich nicht, ob sie da eine Gesellschaftsform schaffen möchte. Ja, also die DEOs sind ja auch ein irgendwie ganz eigener Zugang, der eine spezielle Betrachtung erfordert. Aber prinzipiell ist es natürlich auch etwas, was du schwer lenken oder leiten kannst, weil es ja da keine wirklichen Verantwortlichen gibt. Ja? Also das ist mit der GESPR meiner Meinung nach überhaupt nicht zu erfassen, genauso wie die Versuche ja auch vergeblich waren, eben die Bitcoin-Blockchain mit der GESPR-Variante irgendwie zu erfassen, weil es da gar keine
Interaktion in dieser Form gibt, ja, oder keinen Gesellschaftsvertrag, wenn man es gar nicht will miteinander. Ja. Also das wird schwierig. Bei der DAO, wenn man irgendwas schaffen will, ich glaube nur, dass das momentan jetzt keinen Vorrang hat, ja, auch nicht für den Regulator, dann muss man da irgendeinen Verantwortlichen finden, der für das gerade steht, weil sonst ist das eigentlich nichts, dann brauche ich gleich gar keine Regulation. Ja? Also aus meiner Sicht. Ist da den Gesellschafter dann überhaupt? Nee, das ist eben die Frage. Alle oder keiner? Ja, und ich meine, wenn ich den Gesellschafter nicht kenne, weiß ich nicht einmal, ob er rechtsfähig ist. Ja, und er scheitert dann schon an den Kategorien des Zivilrechts, würde ich sagen. Ja, genau. Oder man muss eben festlegen, dass es irgendwen geben muss, ja, der diese Plattform betreibt, dann, wo die DAO läuft. Ja. Aber was anderes kann ich mir da jetzt also beim besten Willen nicht vorstellen. Ja. Und was wir jetzt auch noch angesprochen haben, ganz wichtig, diese Internationalität und diese mangelnden Grenzen, die Kryptos nicht beachten. Ja? Wenn wir jetzt mit der extrem regulatorischen Keule in Europa hergehen, dann haben wir natürlich das Problem, wir haben nur unseren Wirtschaftsstandort zerstört. Das ist alles. Sonst haben wir überhaupt nichts bewirkt, ja? Weil das dann woanders stattfindet. Es findet woanders statt und man kann es ja, und das ist ja das Absurde dann auch, man kann es ja dann in Europa, sofern nicht Internetabschaltungen oder Sperrungen stattfinden, was man noch nie erwogen hat, Gott sei Dank bei uns, dann kann man das ja auch von Europa dann offshore jederzeit nutzen. Also meiner Meinung nach kompletter Schwachsinn, hier komplett natürlich, das kann so reinzufahren. Parallel ziehen zum Hochfrequenzhandel. Ja, also da hat ja mit großen Getöse die Frau Merkel den Hochfrequenzhandel verboten. Also Hochfrequenzhandel, da werden Maschinen machen mehrere Transaktionen in einer Sekunde und da kann man ein paar Vorteile erzielen. Mhm. Und das ist ungerecht, klar. Und die Merkel hat gesagt, wir verbieten es daher in Deutschland. Ja, und da haben wir in der Londoner City die Champagnerkorken geknallt, dass die Deutschen so blöd sind, weil dann machen die Briten jetzt das doppelte Umsatz mit Hochfrequenzhandel. Also wenn schon, dann müsste man es weltweit verbieten, und damit sich Europa nicht selbst schädigt. Ja, genau. Also es ist ähnlich wie mit der Datenschutzgrundverordnung. Ich meine, die US-Internetkonzerne verletzen unsere Daten. Was macht die Europäische Union? Sie nimmt die Nietenpeitsche und peitscht die europäischen KMUs in Datenschutzbestimmungen, die die Amerikaner maximal als Empfehlungen wahrnehmen. Mhm. Und so ähnlich wäre das zu sehen, wenn wir in Europa zu einem Verbot von Kryptowährungen kommen, dann verlagern wir das nur anders weltweit. Da müsste man sich dann schon mit den Chinesen und gut, den Russen und den Amerikanern einigen, dass es verboten wird, und diese Einigung wird aber nie erzielt werden. Und man schädigt sich nur selbst in Wahrheit. Sie wird nie erzielt werden, und wenn wir mit Jelinek, dem alten Staatsrechtler, sprechen, dann würde ich sagen, man muss die normative Kraft des Faktischen, ja, in dem Fall diese mangelnden Grenzen, die es da nicht gibt, ja, einfach akzeptieren, und das muss auch die EU. Leila. Vielen Dank, Chris. Ich komme zur letzten Frage. Okay. Bevor ich das Buffet eröffnen kann, hoffe ich zumindest. Also besonders kurze Antworten, ja, nein oder wie? Nein, ich glaube, das muss ein bisschen länger werden bei der Frage. Jedenfalls, die lautet, die Aufhebung der Anonymität kann über zentrale Exchanger geregelt werden. Aber wie sollen Decentralized Exchanges reguliert werden? Ich glaube, da sind wir beim gleichen Thema wie die DAO, nicht? Weil es ist ja deswegen decentralized, weil es dezentral ist. Wenn ich etwas regulieren will, brauche ich wieder einen zentralen Anknüpfungspunkt. Ich muss ja irgendwo anknüpfen. Und dann geht die Dezentralität verloren. Das heißt, da wird es wirklich die Frage DeFi, CeFi, irgendwas Gemischtes sein. Weil wenn ich ein dezentrales Netzwerk, das global vielleicht verstreut ist, unterschiedliche Personen, Leute, die ich vielleicht gar nicht kenne, da ist wirklich tatsächlich der Regulierungsanknüpfungspunkt, wen ziehe ich dafür zur Verantwortung? Alle, keinen, einen, den wir bestellen. Also das ist momentan das größte Problem bei DeFi und auch bei DAOs zum Beispiel, weil es dafür momentan keinen Rechtsrahmen gibt. Und jetzt ist die Frage, wenn man einen schafft, dann ist wahrscheinlich das Thema Dezentralität wieder dahin, weil es dann eben nicht mehr dezentral ist und protokollgetrieben, sondern weil es dann auch wieder reguliert ist und man Zentralität schafft. Aber das ist rein philosophischer Zugang. Ja, aber ein richtiger Zugang. Und ich glaube auch, letztlich kann man bei diesem Phänomen, was wir bei der Bitcoin-Blockchain haben oder bei der Blockchain, wie sie in diesem Kryptobereich eingesetzt wird, generell haben,
ich kann da nicht bei der Blockchain selber, ja, oder bei der Kryptowährung selber ansetzen, wie sie funktioniert. Das hat man ganz gut geschafft, das rauszuhalten. Wenn man da reinfährt, passiert genau das, was du gerade beschrieben hast. Man kann nur ansetzen bei denen, die damit umgehen. Nicht? Also bei denen, die diese Werte anbieten, also bei Händlern, Tradern, Dienstleistern, ja, und beim Endverbraucher. Und da würde ich halt eben dafür plädieren, hier Zurückhaltung zu üben. War das die letzte Frage? Das war die letzte Frage. Ah, Daban, genau, danke. Entschuldige. Ich glaube, die spannende Frage ist, ob da irgendwas verknüpft ist. Ja? Ich glaube, das ist ja, man kann ja, glaube ich, nicht die Non-Fungible Tokens alle sozusagen in einen Topf hauen. Das ist ja, ich habe das selbst einmal sozusagen angefangen und mein Zugang war ja der, ich habe das sozusagen über diese Kunst-NFTs sozusagen gesehen und ich habe mir gedacht, dass man da irgendwelche Rechte bekommt, dass man das dann ausstellen darf, also auch nur über einen Monitor, dieses digitale Bild. Und dann habe ich mir das angesehen und in Wirklichkeit ist da ja nichts drinnen. Ja? Das ist halt, es ist ja, im Regelfall ist ja nicht einmal das Bild oder so drinnen, weil das viel zu teuer wäre, sondern man hat nur einen Link sozusagen drinnen. Und drum habe ich ja immer so strikt, wo ich immer sozusagen differenziere, ist, dass ich immer vom Datensatz spreche. Ja? Der Datensatz ist quasi der Name des Tokens, wenn es einen gibt, und in der Beschreibung der Text. Und vielleicht dann noch der Link im Sinne von, weiß nicht, HTTPS und so weiter, dann 17 Buchstaben. Das ist der Token und nur das habe ich Eigentum. An allem anderen nicht. Ja. Das ist ja das Interessante bei diesem ganzen Kunst-NFTs, dass ich das ja eigentlich nicht einmal ausstellen dürfte. Sozusagen technisch, weil das Recht bekomme ich nicht. Ich bekomme ja keine Urheberrechte. Ja. Jetzt könnte man sein, sagen, dass man sagt, okay, das ist erschöpft oder das ist sozusagen, unterliegt nicht mehr dem Urheberrecht, weil es eh schon alt genug ist und so weiter. Bei solchen Sachen wäre es unproblematisch. Aber eben bei solchen modernen, unter Anführungszeichen, bekomme ich eigentlich in Wirklichkeit nur Nuller und Einser. Ja. Und das ist wirklich sozusagen der Name, die Beschreibung und dann der Link vielleicht. Ja. Und irgendwas zusätzlich habe ich gar nichts. Also um die Frage jetzt zu beantworten, ich glaube, die Frage, ob ich das Asset miterwerbe, die stellt sich nicht, ja, weil das gar nicht möglich ist. Ja. Ja. Ja, ich vollkommen richtig. Die Sache, und das ist ja das Besondere bei diesen NFTs, dass die durch die Token-ID einmalig sind. Ja? Die JPEG-Datei ist nicht einmalig. Ja. Die kann ich milliardenfach vervielfachen. Und da stellt sich meines Erachtens jetzt zivilrechtlich gar nicht die Frage des Eigentums, das ist unmöglich. Ja. Das ist eben das Besondere, dass bei NFTs, wo ich sagen kann, dieser Datensatz mit dieser Nummer, der ist abgegrenzt. Der ist zwar unkörperlich, der schwebt quasi über uns allen, aber er ist abgegrenzt wie das Recht. Ja. Ich vergleiche das immer so wie mit einer Forderung. Wie mache ich eine Forderung greifbar? Die kann ich nur greifbar machen, indem ich gewisse Parameter nenne, zum Beispiel Gläubiger, Schuldner, vielleicht noch worauf sie gerichtet ist, auf 100 Euro. In dem Moment, wo ich diese Parameter angebe, kann ich die sachenrechtlich zu einem Objekt machen und genau dasselbe passiert meines Erachtens bei NFTs durch die Token-ID. Ja? Bei der JPEG-Datei habe ich das nicht. Ja? Das heißt, die JPEG-Datei kann ich quasi wirklich nur mit urheberrechtlichen Mitteln einbauen. Genau, vollkommen richtig. Genauso würde ich das sehen. Ja.
Und drum glaube ich auch, und drum geht auch die Verknüpfung mit realen Objekten nicht. Ich könnte jetzt auch nicht sagen im NFT, wer Eigentümer dieses NFTs ist, ist Eigentümer dieses Codex. Ja, das kann ich reinschreiben, nur in dem Moment, wo ich den NFT übertrage, wird das Eigentum dem Codex nicht mit übertragen. Da brauche ich den zweiten Modus. Das wäre hier möglich, weil es eine Sache ist, aber der JPEG-Datei, die sozusagen milliardenfach vervielfältigbar ist, funktioniert das nicht. Da habe ich dann wirklich nur diesen Datensatz. Ja. Genau. Also das sehe ich genauso wie Sie dann. Ja. Aber wir können gerne natürlich dann nachher noch ausführlich sprechen. Ja. Okay. Haben wir noch Online-Fragen, Leila? Keine okay. Online-Fragen mehr. Okay. Fragen aus dem Publikum, wenn es noch gibt, stehen wir gerne zur Verfügung, wenn ihr noch länger auf das Buffet warten wollt. Okay. Na, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich an alle, die hierher gekommen sind, dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben und hier mit uns diese Veranstaltung gemeinsam absolviert haben. Und ich bedanke mich bei allen Zusehern vor den Endgeräten, die den Stream verfolgt haben. Ich hoffe, jeder hat etwas für sich mitnehmen können. Ich glaube, wir haben gesehen, dass da von Seiten der EU tatsächlich gewisse Vorstöße drohen, wo man wachsam sein muss. Das werden wir übernehmen. Wir haben auch momentan wieder ein Projekt laufen. Wer es kennt, wir haben ja das Handbuch Blockchain Rules rausgegeben, aus dem machen wir jetzt ein Fintech-Handbuch, das im Prinzip alle Fintech-Bereiche abdeckt. Und da werden wir natürlich diese Bereiche auch massiv einbeziehen und eine Vorlage liefern, auch für die Authorities, für die Gerichte, die jetzt dann sicherlich in nächster Zeit mal verstärkt mit diesen Problematiken konfrontiert sein werden und auch mit den verfassungsrechtlichen Problematiken dahinter eventuell. Also wir sind da voll am Ball. Dankeschön nochmal an alle und jetzt ist es Aufgabe von der Leila noch die Abschlussworte zu sagen. Ich muss euch noch kurz auf die Folter spannen, bevor ich das Buffet von Blume eröffne. Bitte greift alle ganz zahlreich auf unsere Goodies zu, die wir hinten am runden Tisch aufgestellt haben. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und das Buffet ist eröffnet.